Herzlich willkommen zur Online-Seminarreihe Wildtier und Mensch. Heute geht es um erfolgreiche Niederwildhege am Beispiel der Wetterau. Mein Name ist Thorsten Reinwald, ich bin Diplombiologe, Pressesprecher beim Deutschen Jagdverband und mache heute die Moderation dieser Folge. Ganz herzlich begrüßen darf ich Heiko Blecher. Heiko Blecher ist IT-Experte von Beruf. Hat seinen Jagdschein 2006 und hat ein 500 Hektar großes Feldrevier gepachtet und praktiziert dort eben die Niederwildhege. Und er wird uns heute seine Ergebnisse vorstellen. Begrüßen darf ich auch Dr. Nikolaus Brettschneider-Hermann. Entschuldigung. Er ist von Beruf her, hat er Agrarwissenschaften studiert und promoviert an der Uni Gießen. Er war Landwirtschaftsdirektor in der Hessischen Agrarverwaltung, ist Mitglied im Landesjagdbeirat und Landesnaturschutzbeirat Hessen, Vorsitzender der Naturlandstiftung Hessen und beschäftigt sich auch mit Bejagungsschneisen, wildtierfreundlicher Begrünung von Stilllegungsflächen und Blühflächen und auch mit dem großen Projekt Energie aus Wildpflanzen. Ja, herzlich willkommen und ich übergebe einfach direkt an Herrn Blecher. Kurz vorher noch der Hinweis, wir haben eine Fragefunktion eingebaut. Dort können Sie im Laufe der Veranstaltung Ihre Fragen eintragen. Wir bereiten die hier redaktionell auf und wir werden ausgewählte Fragen dann am Ende der beiden Vorträge auch an Herrn Blecher und an Herrn Brettschneider-Hermann stellen. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung gibt es voraussichtlich kommende Woche dann auf unserem YouTube-Kanal. So, das war's von meiner Seite und ich übergebe jetzt an Herrn Blecher. Ja, von meiner Seite aus auch herzlich willkommen oder hallo aus der Wetterau, aus Hessen. Ja, ich starte einfach mal mit meinem Vortrag. Erhalt des Niederwilds in der Wetterau ist das Thema und fangen wir an. Was ist der Inhalt meiner Präsentation? Ich stelle Ihnen kurz den Wetteraukreis vor. Wo liegen wir überhaupt? Wie ist die Struktur bei uns? Dann den Rebhuhn-Hegering Wetterau, wo wir angehören. Unser Revier, was wir haben. Revierübergreifende Zusammenarbeit, sehr wichtiges Thema. Die drei Säulen der Niederwildhege, Lebensraumverbesserung, also schöner Wohnen. Die Futternothilfe, genug zu essen. Prädationsmanagement, nicht gefressen werden. Danach noch abschließend die Erfolgskontrolle der Maßnahmen, ein Ausblick und ein Fazit von meiner Seite dann noch. Ja, die Wetterau liegt in der Mitte von Hessen, etwas nördlich von Frankfurt am Main. Wir haben eine Gesamtfläche von 110.000 Hektar. Wir sind 25 Kommunen in der Wetterau. Wir haben inzwischen über 300.000 Einwohner. Und sprichwörtlich sind wir die Kornkammer Hessens. Das ist so in Hessen sozusagen der Begriff für die Wetterau. Sehr landwirtschaftlich geprägt, sehr gute Böden. Deshalb haben wir auch bei uns landwirtschaftliche Flächen sind 58.000 Hektar. Da sieht man, das ist also über die Hälfte der Wetterau wird landwirtschaftlich genutzt. Und die Waldflächen sind knapp 32.000 Hektar. Ja, der Rebhuhn-Hegering Wetterau. Das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jagdrevieren in der Wetterau und direkt daran angrenzend. Vielleicht kurze Historie. Vor ungefähr 8 bis 10 Jahren haben wir gesagt, okay, wir wollen irgendwas fürs Rebhuhn tun, noch mehr tun fürs Rebhuhn, aber das auch auf einer Breite, auf eine andere Basis stellen. So kam der Rebhuhn-Hegering zusammen. Wie gesagt, das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von mehreren Revieren. Unser Ziel ist es ganz klar, Hege des Huhns, um bejagbare Besätze des Rebhuhns wieder zu erreichen. Also wir machen das natürlich zum Erhalt des Huhns. Aber auch unser Ziel ist es, wirklich hier auch wieder Besätze zu erreichen, die man auch nachhaltig bejagen kann. In Zahlen ganz kurz noch, es sind über 115 Reviere, die dem Rebhuhn-Hegering Wetterau angehören. Wir haben eine Revierfläche von knapp 69.000 Hektar und eine Rebhuhn-Lebensraumfläche von knapp 49.000 Hektar.
wenn Sie sich fragen, was ist da der Unterschied? Das eine ist die reine Revierfläche und aus diesen Revierflächen, von diesen 115 Revieren, haben wir diese reine Rebhuhn-Lebensraumfläche rausgerechnet. Wenn jetzt zum Beispiel Reviere dabei sind, die auch Waldanteile haben oder so, haben wir diese Waldanteile hektarmäßig rausgerechnet. Und so kommen wir auf diese 49.000, nur zur Erläuterung. Und wir haben es geschafft, relativ schnell den Umweltschutzpreis des Wetteraukreises 2016 auch zu erreichen. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da 2016 für unsere Bemühungen diese Anerkennung bekommen haben. Dann kommen wir zu unserem Revier. Wir haben das Revier gemeinsam gepachtet, ein Freund und ich, in der Wetterau. Das sind insgesamt 500 Hektar. Die Bilder, die Sie übrigens sehen im Vortrag, sind alles Bilder aus der Wetterau bzw. aus unserem Revier. Hier sieht man sehr schön den Sonnenaufgang aus unserem Revier heraus fotografiert. Wie gesagt, wir haben ein reines Feldrevier, das sind 500 Hektar. Davon sind 499 Hektar Felder und Wiesen. Ein Hektar sind Wasserfläche. Wir liegen direkt unterhalb der A5 am Taunushang. Das ist relativ wichtig zu erwähnen, weil alles, was aus dem Taunus dann in die Wetterau wandert an Prädatoren, will nicht sagen, muss durch unser Revier durch, aber wir haben da sozusagen sind der erste Punkt, wo diese Prädatoren aus dem Taunus letztendlich gerade Waschbären, aber auch Füchse, dann durch unser Revier hier auch in der Schneise, wo wir liegen, durchkommen. Wir haben ca. 15% Grünland, der Rest ist Ackerfläche. Wir haben sehr gute Böden, hatte ich eingangs schon erwähnt, deshalb auch die Kornkammer Hessens für die Wetterau. Wir haben vielfältiger Ackerbau wird hier betrieben. Also bei uns wird eigentlich alles angebaut, Getreide, jegliche Getreidesorten, die man kennt. Mais, Raps, Soja jetzt, Kartoffeln noch, Sonnenblumen. Also das ist ja, denke ich mal, auch nicht unerheblich, gerade fürs Niederwild, dass da entsprechend vielfältige Lebensräume da sind und wir da sehr viel keine Monokulturen oder große Flächen allein von irgendwelchen Sorten haben, sondern ja, sehr unterschiedlich. Die Bewirtschaftung hier bei uns im Revier ist fast ausschließlich durch örtliche Landwirte. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, weil man hat einen direkten Kontakt. Also man weiß, aha, okay, das ist jetzt der Landwirt XY, der wohnt bei uns im Ort, da kann ich mal hinfahren, den kann ich anrufen. Der ist auch hier verwurzelt, der kennt sein Revier bzw. seine Gemarkung. Und hat da auch meiner Meinung nach einen ganz anderen Bezug dazu, wie wenn er, sag ich mal, das von außerhalb kommt, kommt hierher, macht seine Arbeit, fährt wieder weg. Und da ist es sicherlich etwas schwieriger, da einen Kontakt herzustellen oder dann auch im Gespräch einfach zu bleiben mit diesen Landwirten. Das, denke ich mal, ist auch nochmal ein Vorteil bei uns jetzt hier in der Struktur. Überschaubare Schlaggrößen haben wir. Wir haben also keine riesengroße Schlaggrößen, sondern bei uns ist es so, dass wir von 0,1 Hektar bis 7 Hektar große Ackerflächen haben. Das heißt, es ist relativ überschaubar von den Größen her und jetzt nicht zu vergleichen zum Beispiel mit Ostdeutschland. Ja, letzter Punkt noch, was unser Revier betrifft, ist der starke Besucherdruck. Ich denke mal, jeder, der draußen in der Natur ist, gerade durch Corona, war es sehr stark, dass viele Leute raus in die Natur gegangen sind. Bei uns, wir liegen direkt vor der Tür, ungefähr 30 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Es gibt jetzt neue Radwege durchs Revier. Die Leute sind mehr draußen und deshalb auch der Besucherdruck hat da in den letzten Jahren, aber auch gerade durch Corona jetzt nochmal stark zugenommen. Das ist unser Revier und die Rahmenbedingungen, die wir hier aktuell haben. Ja, revierübergreifende Zusammenarbeit. Das ist ein Thema, warum ist uns das wichtig? Weil wir haben gemerkt, und das, denke ich mal, kommt in dem Vortrag noch häufiger vor, dass wir letztendlich zwar alleine was bewegen können, aber wenn wir uns zusammentun, können wir noch viel mehr bewegen. Wir haben, ist ja ganz klar, die Wildtiere kennen keine Reviergrenzen. Es weiß jetzt keiner, dass an diesem Feldweg Revier A aufhört und Revier B anfängt. Das ist allen egal. Das
gallische Dorf sozusagen. Einer alleine, der kann sich abstrampeln, wie er will, je nachdem, wie groß das Revier auch letztendlich ist. Aber der ist auch nur bedingt erfolgreich. Sondern wir haben hier die Erfahrung gemacht und das belegen wir nachher noch. Und das, wie gesagt, zieht sich durch den Vortrag durch. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Wir können nur gemeinsam was erreichen auf großer Fläche. Wir haben da eine viel bessere Wirkung. Wir können Lebensräume miteinander vernetzen. Wir können letztendlich dann auch Abstimmungen von Fallenstandorten, gemeinsame übergreifende Jagden, wo haben wir Schwerpunkte und. Das ist also letztendlich ein riesiger Vorteil, wenn das dann auch stattfindet. Wie sieht es rund um unser Revier hier konkret aus? Wir haben insgesamt 6 direkte Nachbarreviere. Davon sind 4 im Rebhuhn-Hegering auch aktiv, die also auch dieses besondere Augenmerk auf das Huhn auch legen wollen und da sich besonders engagieren im Rebhuhn-Hegering. Dann im weiteren Umfeld, und das ist dieser zusammenhängende Block sozusagen, sind es insgesamt 9 Reviere mit knapp 4000 Hektar. Das sind insgesamt 8 unterschiedliche Pächter, die sehr eng zusammenarbeiten. Wir sind also mehr oder weniger so eine Jagdgesellschaft, die bei den Gesellschaftsjachten zusammenjagt, aber auch so das Grundverständnis, wie wir Niederwild Hege, aber auch Niederwildbejagung machen wollen, was unser Fokus ist. Und wir, ich sag mal, wir ticken da alle sehr ähnlich. Und es macht einfach Spaß, wenn wir da alle an einem Strang ziehen. Und ich denke mal, die Erfolge, die wir da in den letzten Jahren erreicht haben, geben uns recht und motivieren uns, da weiterzumachen. Aber da komme ich später noch dazu. Genau, habe ich eben schon gesagt, alle haben das gleiche Ziel, den Erhalt des Niederwilds in der Wetterau. Und diese 9 Reviere, logischerweise, die hier mit diesen knapp 4000 Hektar zusammenhängen, das sind auch alles Reviere, die im Rebhuhn-Hegering aktiv sind, wirklich auch schwer aktiv sind. Ja, jetzt steigen wir mal ein. Nachdem wir kurz die Rahmenbedingungen so ein bisschen vorgestellt haben, steigen wir ein zu den 3 großen Säulen der Niederwildhege. Letztendlich, das sind alles nur Erfahrungswerte, die ich heute hier wiedergebe. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich die ein oder andere Methode oder Baustein, der bei anderen Revieren da auch bringt. Aber das sind Erfahrungswerte, die ich jetzt einfach mal schildern will, gerade mit den 3 Säulen, die wir bei uns im Revier gemacht haben und auch die Nachbarn so mehr oder weniger umsetzen in diesen neuen Revieren. Fangen wir an mit der ersten Säule, Lebensraumverbesserung. Wir sagen immer schöner Wohnen dazu, so umgangssprachlich. Was verstehen wir darunter? Vorhandene Biotope erstmal pflegen. Also alles, was da ist, sollte gepflegt werden und letztendlich dann auch gucken, dass wir die nicht verlieren. Das ist die oberste Prämisse, dass das, was vorhanden ist, einfach in einem guten Zustand ist, gepflegt wird. Neuanlage von Lebensräumen ist dann der nächste Punkt, wo es Möglichkeiten gibt. Da ein Punkt, der begleitet uns heute auch so ein bisschen durch die Präsentation, ist das Thema Pflege von Ausgleichsflächen, ein Pflegevertrag mit der Stadt. Da will ich vielleicht jetzt ein bisschen ausführlicher kurz drauf eingehen. Und zwar, was verstehen wir darunter? Pflege von Ausgleichsflächen. Also jede Kommune hat ja irgendwo Ausgleichsflächen, wahrscheinlich für irgendwelche Neubaugebiete, Straßenbauprogramme oder sonst irgendwelche Punkte sind da ja entsprechende Ausgleichsflächen mal ausgewiesen worden, die letztendlich dann auch gepflegt werden müssen von der jeweiligen Kommune. Und da ist ein Punkt, wo wir meiner Meinung nach ansetzen können, wo wir sagen können, okay, welche dieser Ausgleichsflächen liegen bei uns im Revier? Wo wäre es interessant, wenn wir die Pflege dort übernehmen? Weil entscheidender Grund, warum wir das übernehmen sollten, ist zum einen die Gestaltung dieser Flächen mit beeinflussen zu können, aber auch den Zeitraum der Pflege letztendlich mitbestimmen zu können. Also wir stellen uns vor, wir haben irgendwann im Dezember unsere Hasenjagd und wir wissen, wir haben da irgendein schönes Biotop. Und genau eine Woche vorher, bevor es losgeht, kommt der Bauhof, weil er dann gerade Zeit hat, geht in dieses Biotop rein, setzt das alles auf den Stock und ja, dann brauche ich dieses Biotop bei meiner Hasenjagd zum Beispiel nicht mehr mitmachen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann alle ausgezogen sind, relativ hoch sind. Das ist nur so ein Beispiel. Letztendlich dann auch einfach mal mit der Stadt reden. Bei uns ist das Ganze letztendlich, mündet das in einen Pflegevertrag mit der Stadt. Also wir haben einen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen über definierte Flächen bei uns im Revier. Da haben wir gesagt, okay, die übernehmen wir, die pflegen wir, da sind die Details geklärt. Und letztendlich
machen wir das für die Stadt und es ist für beide eine Win-Win-Situation, weil wir sagen können, okay, wir übernehmen die Pflege zu dem Zeitraum, natürlich im gesetzlichen Rahmen, klar, und auch mit den jeweiligen Vorgaben für diese Ausgleichsflächen. Aber wir übernehmen die Pflege und die Stadt hat letztendlich ja, keinen Aufwand mehr damit und wir können das selbst bestimmen und selbst auch ein Stück weit mit beeinflussen. Komme ich aber nachher nochmal zu den Ausgleichsflächen beziehungsweise auch zum Pflegevertrag. Nur, dass Sie überhaupt mal wissen und sich vorstellen können, was ist das überhaupt, von was spricht der Herr Blecher da? Das ist, wie gesagt, ein Vertrag, den wir als Pächter mit der Stadt geschlossen haben. Was gibt es noch für Möglichkeiten, schöner Wohnen, Lebensraumverbesserungen durchzuführen? Ja, bewerben und erklären von Agrarumweltprogrammen. Was meine ich damit? Damit meine ich, es gibt ja ganz, ganz viele Programme für Landwirte gerade in der Feldgemarkung, Greening-Programme, individuelle Programme von Ländern, vielleicht auch noch Kreisprogramme und, und. Da ist es meiner Meinung nach ganz wichtig und hat sich bei uns bewährt, wenn man einfach hingeht und sich schlau macht über diese Programme, letztendlich dann auch mit den Ämtern spricht und dann letztendlich auch diese Programme irgendwo bewirbt bei den Landwirten, erklärt, mit denen spricht, vielleicht auch so ein Vermittler spielt zwischen den Landwirten, aber auch dem Landwirtschaftsamt und einfach da die Landwirte entsprechend auch motiviert, bei diesen Dingen da mitzumachen, weil letztendlich ist es dann auch wieder eine Verbesserung des Lebensraums, die dazu führt, dass ja alle Arten bei uns in der Feldflur dann auch einen Nutzen davon haben. Und das ist ja letztendlich auch unser Auftrag der Hege, beziehungsweise auch unser Ziel des Ganzen. Ja, letzter Punkt ist ganz einfach Ackerrandpflege, Mulchen habe ich einfach mal mit aufgeführt. Es ist ja immer so ein Streitthema bei uns zumindest jahrelang gewesen, dass die Ackerränder, man sieht hier auf der Folie, sehen Sie ja zum einen den Blühstreifen, der ist neu angelegt worden, das ist das untere Bild, das ist der Blühstreifen. Und auf der rechten Seite, Ende des Blühstreifens, sieht man ja einen Grasweg. Und diese Ackerränder oder diese Graswege wurden immer jahrelang zur absoluten Sauberkeit immer schön gemulcht. Wenn man dann mit den Landwirten einfach mal spricht und diese Ackerrandpflege vielleicht einfach ein paar Wochen nach hinten verschiebt und später macht oder vielleicht auch komplett wegfallen lässt, weil es dort vielleicht ideale, gerade so Graswege, die nicht so oft gefahren werden, ideale Rückzugsräume auch gerade fürs Rebhuhn sind, dann ist das ein kleiner Baustein, der letztendlich das aber auch wieder ein Stück weit besser macht draußen bei uns in den Revieren und in der Feldflur. Ja, jetzt kommen wir zu ein paar Bildern. Ich habe es immer so aufgebaut, ich komme immer mit dem Blog, mit dem Thema selbst und dann noch ein paar Beispielbilder einfach mal aus dem Revier, was wir hier gemacht haben. Vorhandene Biotope pflegen, da sehen Sie zum Beispiel in der Mitte das Bild, beziehungsweise rechts das Bild. Da sieht man so einen kleinen Flachwasserteich, der wurde angelegt, auch als Ausgleichsmaßnahme. Dieser Flachwasserteich wächst relativ schnell immer hoch und wir haben in Abstimmung mit der Stadt dann immer diesen Flachwasserteich auf den Stock gesetzt, pflegen dieses Biotop und letztendlich ist es ein Bestandteil von unserem Pflegevertrag, den wir mit der Stadt haben. Aber wir kümmern uns auch, und komme ich später noch drauf, um Dinge, die jetzt eher auf den ersten Blick für den einen oder anderen nichts mit der Jagd zu tun haben. Für uns haben wir dieses Verständnis schon, dass wir da draußen uns nicht nur um die bejagbaren Arten kümmern, sondern auch um die Arten, die sonst hier in der Feldflur noch unterwegs sind. Und dazu zählen wir auch und haben wir auch im Pflegevertrag mit übernommen, die Pflege von Kopfweiden, das sieht man das linke Foto sozusagen, dort sind die Kopfweiden letztendlich dann auch geschnitten worden, schon runtergeschnitten worden. Wir sehen jetzt hier 5 Stück auf dem Foto, das ist ein längerer Graben. Grundsätzlich ist es so, dass wir nicht immer alles auf einmal pflegen, sondern in einer Abschnittsweise dort vorgehen. Hier sind es jetzt 5 Kopfweiden, da ist die Vereinbarung so, dass wir diese Kopfweiden schneiden und die Arbeit sozusagen machen. Der Bauhof kommt dann und entsorgt das Ganze komplett. Das ist so in diesem Pflegevertrag letztendlich geregelt. Und das ist nur einfach mal ein praktisches Beispiel, was wir bei uns hier im Revier zum Thema Lebensraumverbesserung machen. Dann noch Beispiele dazu, Neuanlage von Lebensräumen. Da sehen wir einmal oben rechts diesen
Ausgleichsstreifen, der neu angelegt wurde mit einer entsprechenden Blühmischung. Der ist 10 Meter breit. Oder unten einfach auch, das ist das Agrarumweltprogramm, letztendlich Greeningflächen, Bienenweiden und so weiter, die dann Landwirte gemacht haben, wo wir die Landwirte einfach überzeugen konnten, dort mitzumachen. Ein ganz wichtiger Punkt, komme ich auch noch öfters im Vortrag drauf, ist das Bild hier, ich sag mal, links. Und zwar mit dieser kleinen Hand, die erhoben ist, dass wir das, was wir tun, den Leuten dort draußen in der Feldflur auch erklären. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben einen sehr großen Besucherdruck vor den Toren von Frankfurt am Main. Und dass man den Leuten einfach erklärt, okay, das ist jetzt keine Spielwiese oder diese Blumen, die Sonnenblumen wären ja sehr schön, wenn man das rechts unten sieht, da laufen dann Leute rein und pflücken dann die Sonnenblumen und machen und tun, sondern nein, dass man denen einfach erklärt, okay, bleibt doch bitte hier draußen, erklären, wieso wir das machen, warum wir das machen. Und wir haben uns bewusst hier für das Schild mit dem freundlichen Grün entschieden und nicht mit einem Rot und am besten noch dick und fett Stopp und nicht betreten und was weiß ich was, sondern einfach freundliches Schild, wo man kurz erklärt, bitte nicht betreten. Dann haben wir unten noch ein paar Tiere draufgenommen. Und so erklären wir an den verschiedenen Flächen einfach, was wir da auch tun, soweit das irgendwie dann auch möglich ist mit Schildern. Ja, zum Schluss möchte ich diese Blöcke dann immer schließen mit Zahlen und Daten, dass man einfach dann einfach mal sieht, okay, was haben wir bei uns jetzt hier konkret auch gemacht, damit man auch weiß, okay, der Blecher erzählt nicht einfach nur und hat ein paar lustige Bilder, sondern konkret, was haben wir wirklich hier auch gemacht? Wir haben 3 Ausgleichsbiotope mit Kopfweiden, Flachwasserteich, haben wir gesehen, Grabenläufe, die wir pflegen. Wir haben 12.000 Quadratmeter Ausgleichsstreifen. Das waren diese 10-Meter-Streifen, die wir eben neu angelegt auf den Bildern gesehen haben. Wir haben über 20.000 Quadratmeter eigene Wildackerflächen, die wir anlegen. Wir haben über 60.000 Quadratmeter Wildlebensraum, zum Beispiel mit Bienenweiden durch Agrarumweltprogramme. Wir haben die sogenannten Gewässerschutzstreifen an jedem Graben. Also wenn man sich wundert, an jedem Graben stehen jetzt so 3 Meter irgendwie Blühstreifen, Gewässerschutzstreifen, so heißt das, müssen wir mindestens 3 Meter von jedem Gewässer, dementsprechend dürfen die Landwirte das jetzt anlegen. Und das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Lebensraum, der da entstanden ist, der auch ja, die Arten draußen in der Feldflur, denen das zugutekommt. In Abstimmung mit den Ämtern haben wir Informationen, Unterstützung von Landwirten bei den Umsetzungen von Förderprogrammen, zum Beispiel Lärchenfenster und so weiter. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wir einfach hier so ein bisschen die Vermittlerrolle einnehmen zwischen, aha, es gibt was Neues oder es gibt generell Programme und dann letztendlich auch die entsprechenden Akteure auch ansprechen, dass sie hier auch mitmachen. Ja, und letzter Punkt, Umsetzung von Projekten unter Einbindung aller Akteure, zum Beispiel da sich auch engagieren bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Bei uns ist es so, dass 2 Bäche sozusagen, die bei uns durch die durchs Revier laufen, der eine Bach soll komplett renaturiert werden im Wasser, in der Maßnahme dieser Wasserrahmenrichtlinie und da halt wirklich dann auch bei diesen Projekten mit einbringen, mit einbinden und dann auch gucken, dass wir da gemeinsam was Positives wieder oder noch einen positiven Aspekt fürs Revier hinbekommen. Ja, und zum Schluss möchte ich eigentlich immer von so einem Blog auch Ihnen nochmal darstellen nach den Zahlen und Daten, dass wir sagen, okay, was ist das eigentlich für ein Aufwand? Und da komme ich dann gleich dazu, was ist es für eine Förderung? So, jetzt habe ich gerade, hängt die Präsentation, da muss ich gerade umspringen. So, dann machen wir hier weiter. Wir haben also über 40 Mannstunden im Jahr Handarbeit für Biotoppflege der Kopfweiden, Hecken und Sträucher. Wir haben Neuansaat der eigenen Wildackerflächen mit eigenen Maschinen. Mein Mitpächter selbst ist Landwirt und dementsprechend hat er da auch die Maschinen zur Verfügung. Wir haben die Abfuhr des Bewuchses der Ausgleichsstreifen mit eigenen Maschinen, weil die dürfen wir nicht mulchen, sondern müssen wir abfahren. Und wir haben alle 3 Jahre eine komplette Neueinlage dieser Streifen. Da ist es aber so, dass wir jetzt 3 Jahre rum sind und wir werden das in Zukunft von diesen kompletten Neuanlage umstellen, auch wieder immer auf abschnittsweise Neuanlage dieser Streifen. Das wird sich dann nach der Übergabe dieser Flächen an die Stadt
letztendlich dann auch nochmal verändern. Und wir haben das Thema Öffentlichkeitsarbeit mit Infoschildern, Presseartikel. Also es ist immer so, wenn wir Hasentaxation machen, wenn wir Biotoppflege machen und so weiter, dass wir dann dementsprechend immer dazu auch einfach einen kleinen Presseartikel machen, Facebook was posten, einfach sagen, okay, was machen wir hier, warum machen wir es hier und den Leuten das einfach auch erklären. Und natürlich auch Zeit für Gespräche, Abstimmungen, Sitzungen. Das hat ja eben erwähnt, draußen mit den Landwirten reden ist ganz wichtig, aber auch Zeit haben, mit Ämtern zu sprechen, mit der Stadt in Kontakt zu bleiben, aber auch mit dem Kreis und dass man da letztendlich das einfach auch hier mit berücksichtigt. Das, wie gesagt, ist der Aufwand einfach mal so grob dargestellt. Das oben mit den 40 Mannstunden, das kann man noch ganz gut greifen. Der Rest variiert natürlich von Fläche, von Aufwand und so weiter. Ich möchte aber letztendlich Ihnen auch darstellen, was gibt es für Fördermöglichkeiten und wie kann man letztendlich da auch oder wo kann man auch Unterstützung bekommen. Bei uns ist es so, ich habe gesagt, wir haben einen Pflegevertrag und Förderung durch die Stadt. Da bitte nicht falsch verstehen, in diesem Pflegevertrag ist es so geregelt, dass wir nicht horrende Summen Geld dafür bekommen, sondern Geld bekommen wir gar keins. Wir bekommen aber zum Beispiel das Saatgut für die Ausgleichsstreifen, das stellt die Stadt aber wir bekommen keine finanzielle Unterstützung hier letztendlich. Dann gibt es noch die Möglichkeit Förderung durch den Landkreis, zum Beispiel Agrarumweltprogramme und Naturschutzförderungen, die es gibt. Dann die Landwirte einfach mal ansprechen, das kostet gar nichts, sondern einfach ein bisschen Zeit, nur mit ihm über das Thema Mulchen, was ich eben schon erwähnt hatte, mit diesem Ackerrandmulchen, das vielleicht einfach mal zu verändern, zu überdenken und letztendlich dann auch Projektförderungen bei Programmen bewerben, bei Stiftungen, dem Landesjagdverband, wenn es da Programme gibt oder DJV und so weiter, dass man da einfach mal guckt, was es gibt und letztendlich sich da auch bewirbt. Ja, und auch ein Punkt, der ja immer in vielen Bundesländern inzwischen möglich ist, dass man sagt, okay, Projekte bei der Umweltlotterie einreichen, einfach eine Projektbeschreibung machen, das hochladen. Bei uns in Hessen ist es genau die Umweltlotterie, kann man Projekte online stellen und wenn man ausgewählt wird mit diesem Projekt, dann bekommt man da, ich glaube, inzwischen sind es 5.000 € als Unterstützung. Das sind die Möglichkeiten, wie man letztendlich da auch eine Förderung bekommen kann oder wo man die auch bekommen kann. Ja, die zweite Säule, die ich Ihnen vorstellen will im Zuge der drei Säulen für die Niederwildhege, ist die Futternothilfe. Bei der Futternothilfe ist es so, dass, was meinen wir damit, was zu essen haben? Wir hatten ja eben schon schöner Wohnen. Natürlich braucht man dann, wenn man wohnt, auch was zu essen. Was verstehen wir darunter oder was machen wir da? Da ist das Thema Futtereimer fürs Federwild ein Punkt. Der Schutz der Einrichtung, das erläutere ich gleich noch bei den entsprechenden Bildern dann dazu. Ziel- und artengerechte Hilfe. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Futtereimer einfach aufstellen und den lassen wir da stehen, sondern dass wir auch gucken, aha, was tun wir da rein, für wen tun wir da rein und dass wir das wirklich auch ziel- und artengerecht machen und auch da gucken, wo sind die Hühner überhaupt, wo ist unser Federwild, wo bringen wir dann dementsprechend die Fütterungen auch hin und so weiter. Verfügbarkeit natürlicher Nahrungsquellen optimieren. Da halt eben entsprechend bei der Auswahl der Wildackereinsaat oder bei Ausgleichsflächen dann immer gucken, okay, Saatgutmischung mit entsprechenden Gräsern, Klee, Kräutern und so weiter, dass wir die aufwerten. Dass natürlich dann auch was für einen Hasen drin ist und so weiter. Pflege von Gehölzen durch Pflegeschnitt. Das ist das Thema Biotoppflege. Wenn man jetzt zum Beispiel also vorhandene Biotope hat, dass man dann regelmäßig auch einfach diese zum Beispiel die Vogelbeeren einfach mal zurückschneidet, dass sie von unten wieder austreiben, dann auch regelmäßig da auch wirklich Nahrungsangebot dann vorhanden ist. Und letztendlich ein großer Punkt bei uns jetzt hier sind auch die Rebhuhn- und Feldhamsterstreifen. Die sieht man hier auf dem Foto auch sehr schön. Das ist ein sogenannter Rebhuhn- oder Feldhamsterstreifen. Komme ich aber gleich noch im Laufe der weiteren Folien zu dieser Säule, komme ich da noch drauf. Futternothilfe, wie gesagt, hier kommen wir jetzt zu den Beispielfotos. Wir sehen also auf der linken Seite sehen wir hier einen Futtereimer, klassisch wie er in einem Blühstreifen in dem Fall drinsteht.
Der Futtereimer besteht, das sieht man auf der rechten Seite sehr schön, das ist einfach ein Eisengestell, was man in den Boden rammt, links und rechts, ja, mit so einem ausschweifend wie ein V quasi, dass es sich nicht in den Boden drückt. Oben haben wir dann den Eimer, das ist ein 10-Liter-Eimer mit einem entsprechenden Deckel drauf. Da aber bitte darauf achten, dass es auch wirklich kein Wasser in den Eimer kommt, wenn es mal regnet oder so, weil das ist natürlich nicht so toll für das Getreide oder das Futter, was drin ist. Und unten letztendlich, das sieht man hier in der Mitte sieht man dann, unten unter dem Eimer ist dann nochmal eine Futterspirale, eine ganz normale Futterspirale, wo dann die Hühner oder auch die Fasane hingehen können, können dran picken und dann fallen die Körner entsprechend raus. Bei dem Schutz der Einrichtung ist es so, das ist das Bild in der Mitte, da haben wir eine größere Futtertonne. Also wir haben zum einen einmal die Eimer im Einsatz, die man hier links und rechts sieht, die weißen Eimer entsprechend auch wieder mit einem entsprechenden Aufkleber, der hier sagt, okay, was passiert hier eigentlich? Wir sind in der Wetterau, wir sind beim Rebhuhn-Hegering und da einfach auch wieder ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit macht. Man sieht bei dem rechten Foto ganz links über dem Rebhuhn so angedeutet, das war eine Maßnahme, die wir auch über die Umweltlotterie generieren konnten für den Rebhuhn-Hegering, wo wir da ausgewählt wurden. Also wie gesagt, diese Futtereimer dann auch mit Unterstützung über den Rebhuhn-Hegering und da auch mit dem Logo des Rebhuhn-Hegerings. Beim Schutz der Einrichtungen ist es so, und auch ziel- und artengerecht gehört der ja auch dazu, die Hilfen anzubieten. Es ist so, dass wir jetzt natürlich nicht so eine große Tonne da hinstellen. Der eine oder andere denkt natürlich gleich, wenn er so eine Tonne sieht, okay, jetzt fangen die an hier zu kehren. Nein, das ist eine Fütterung, wie gesagt. Aber wir wollen ja, dass auch entsprechend zielgerecht, dass dort jetzt nicht die Sauen kommen, die bei uns als Wechselwild auch ab und zu mal durchziehen und dann die Futtertonne da quer durch den Acker schubsen und leer machen, sondern wir wollen ja, dass die Futtertonne da bestehen bleibt, letztendlich dann auch fürs Federwild da sich ja dran was zu essen holen kann und deshalb außen rundherum nochmal dieser Schutzzaun, den wir hier haben, entsprechend geschützt mit Moniereisen. Baustahlmatte mit Moniereisen einfach eingeschlagen, das Ganze auf ja, Platten gestellt, dass die Holzfüßchen dann nicht im Nassen stehen von der Futtertonne und dann hält das viel länger. Ja, und das sind die größeren Futtertonnen, die dann entsprechend auch im Revier vorhanden sind. Ja, da ist es so, was wir jetzt hier sehen, ist zum einen ja, das Thema natürliche Nahrungsquellen hatten wir schon gesagt mit den Saatgutmischungen. Da sehen wir in der Mitte jetzt wieder diesen Ausgleichsstreifen, den wir vorhin schon mal gesehen hatten. Das ist ein Ausgleichsstreifen mit ganz vielen verschiedenen Mischungen. Da bitte wirklich drauf achten bei den Ausgleichsstreifen, wenn das Ausgleichsmaßnahmen sind. Es ist zumindest aktuell in Hessen so, dass dort immer Regio-Saatgut vorgeschrieben ist. Also nicht irgendein Saatgut nehmen und auf irgendeine offizielle Ausgleichsfläche bringen, sondern darauf achten und dann lieber mit den entsprechenden Behörden sich nochmal rückversichern, was dort ausgebracht werden darf. Also da Regio-Saatgut, dann dementsprechend, wenn es offizielle Ausgleichsstreifen sind. Und wir haben dann hier nochmal auf der dementsprechend linken Seite den Feldhamsterstreifen und auf der rechten Seite sehen wir auch eine Feldhamster, ja, eine Mutterzelle. Bei den Feldhamsterstreifen ist es so, dass es entsprechende Vorgaben gibt, die dann dementsprechend immer einzuhalten sind von den Landwirten. Bei den Mutterzellen genauso, die speziell diese Mutterzellen für den Feldhamster. Wir haben also das Glück, dass wir hier bei uns auch im Revier noch Feldhamsterflächen haben. Der Feldhamster ist mit einem stabilen Vorkommen hier bei uns noch vorhanden und dass wir da dementsprechend dann auch so Anlagen gemacht werden für den Feldhamster und fürs Rebhuhn. Kommen wir wieder zu dem Block Zahlen und Daten, speziell für unser Revier, was das Thema Futternothilfe betrifft. Wir haben also bei uns im Revier über 30 Fütterungen für alle Feldvögel. Wir verfüttern im Jahr 8 Tonnen Getreide, da komme ich gleich noch drauf. Wir haben also über 50 Hektar Getreideflächen bleiben Hamster- und Rebhuhnstreifen und Mutterzellen stehen, was wir eben gesehen haben. Das ist schon
sehr viel, wo die Landwirte da mitmachen, wo wir da wirklich froh sind, dass das auch jedes Jahr wieder kontinuierlich so unterstützt wird. Wir fahren dementsprechend dann Wasser bei extrem trockenen Sommern noch ins Revier und Futter in den Wildäckern und Streifen hatten wir eben schon, dass wir da dementsprechend drauf achten und entsprechend dann auch die so anlegen, dass dort ja auch Futter vorhanden ist. Kommen wir wieder zu dem Punkt Aufwand pro Jahr. Das sind jetzt alles so, ich sage jetzt mal, Mittelwerte, Daumenwerte, die wir jetzt, das kann mal im Jahr mehr sein, das kann mal in der Woche mehr sein, aber das ist einfach mal so ein Durchschnittswert, den wir jetzt einfach mal genommen haben, wo wir gesagt haben, das passt so, das ist so der Durchschnitt. Ja, wir füttern das ganze Jahr. Wir haben also alle 3 bis 4 Wochen gucken wir, dass wir rausfahren. Wir haben dann einen Zeitbedarf letztendlich im Schnitt von 8 Stunden, je, genau, alle 3 bis 4 Wochen. Und wir haben 8 Stunden Zeitbedarf. Wir kommen also insgesamt, wenn wir jetzt das mal 12, also sprich je Monat nehmen, haben wir insgesamt einen Zeitbedarf von knapp 100 Stunden. Das Thema Weizen oder generell Getreide ist ja so, momentan ja, steigen die Preise ja sehr stark. Wir haben jetzt einfach mal hier 300 Euro genommen pro, letztendlich pro Tonne. Das heißt, wir reden hier über einen Einsatz, monetären Einsatz, rein mathematisch von knapp 2.500 Euro fürs Futter, was wir verfüttern. Ausstattung, Futter einfach, wie gesagt, einfach nur mal, dass Sie so eine Größenordnung haben. Rund 18 Euro haben wir jetzt gesagt, ermittelt je kleinem weißen Eimer und die große Tonne mit dem Schutzgitter, mit den Eisen, mit den Futterspiralen jeweils dann noch dabei, sind wir so ungefähr bei 60 Euro. Wasserfahren, da ist der Aufwand je nach Jahr logischerweise dieses Jahr, war man damit auch wieder unterwegs, aber letztes Jahr zum Beispiel war das gar nicht notwendig. Was haben wir hier für Fördermöglichkeiten wieder? Die Förderung auch wieder durch den Landkreis, zum Beispiel die Naturschutzförderung, dass man da einfach mal nachfragt, Naturschutzfonds oder Landschaftspflegeverbände, die es gibt, dass man einfach mal fragt und was gibt es da für Möglichkeiten. Landwirte einfach mal ansprechen, ob sie Ausfallgetreide haben, Bruchkörner oder sonstiges Getreide, was vielleicht zu nass ist, was sie jetzt nicht mehr verwerten können, was man dann einfach nehmen kann. Da auch wieder Projekte bei der Umweltlotterie einreichen und das letztendlich dann auch darstellen und bewerben. Förderung der Futtereimer-Spiralen, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, entweder über die Lotterie oder zum Beispiel auch Biodiversitätsprojekte des Landes. Und da kommen wir halt wieder zu dem Rebhuhn-Hegering. Da ist es sehr schön, wenn man so einen Zusammenschluss hat, über den man dann letztendlich dann auch mit einer ganz anderen Kraft letztendlich dann auch bei so einem beim Land oder beim Landkreis einfach mal vorsprechen kann sagen, hier Biodiversitätsprojekt, könnt ihr uns da unterstützen und wenn da der Rebhuhn-Hegering kommt, inzwischen wissen die schon, das ist jetzt nicht nur der Blecher mit seinem Mitpächter und seinem Revier, sondern letztendlich sind es 115 Reviere, die da kommen und die wir da auch unterstützen können und die auch was tun auf der Fläche draußen. Ja, jetzt hatten wir schöner Wohnen und jetzt hatten wir was zu essen, aber jetzt kommen wir zu einer großen Säule, die auch sehr wichtig ist, vielleicht sogar die wichtigste letztendlich. Das ist das Thema Prädatorenmanagement oder umgangssprachlich, wie wir sagen, nicht gefressen werden. Was machen wir da? Wir setzen Lebendfallen ein, wir verwenden mobile und feste Fallen dementsprechend mit Fallenmeldern. Wir führen bei uns im Revier die Baujagd im Winter durch. Wir haben also sogenannte Kunstbauer angelegt oder die waren schon im Revier, als wir es übernommen haben. Und letztendlich ist es dann so, dass wir da auch die Baujagd durchführen. Wir machen Gesellschaftsjachten nur auf Raubwild, zum Beispiel im Mais. Wir haben Mais ja bei uns in der Fruchtfolge mit drin und es ist bei uns eigentlich immer so, wenn bei uns früher im Ortsteil sogenannte Kirmes oder Kerb war, wie wir in Hessen sagen, da machen wir immer sonntags die Kerbjacht. Und bei der Kerbjacht machen wir nichts anderes, dass wir den Mais umstellen und da schwerpunktmäßig auf Raubwild, sprich den Fuchs jagen. Das ist dann immer im September bei uns. Und letztendlich da auch Gesellschaftsjachten nur auf Raubwild durchführen. Wenn da mal ein Wildschwein raushüpft und wir können es mitbekommen, dann nehmen wir das natürlich auch mit, aber letztendlich der Fokus ist da bei uns auf dem Raubwild. Wir machen Sammelansitze zum Beispiel, gerade auf die Jungfüchse dann auch, nach der Wiesenmahd, dass wir da halt gucken,
gezielt halt angehen. Intensive Einzeljagd, letztendlich dann auch ganz intensiv gucken und da am Raubwild auch dranbleiben. Und auch letztendlich hier die Krähen und die Elstern nicht vergessen und da halt auch die Lockjagd darauf ausüben. Ja, wir setzen bei uns ausschließlich Lebendfallen ein. Das ist schon immer so der Fall. Wir verwenden insgesamt 13 Stück im Revier. Ja, einfach mal kurz aufgeführt. Wir haben von dem Modell Kaiser über das Modell Trapper, Wildmeister und so weiter verschiedene Betonrohrfallen im Einsatz. Die Betonrohrfalle sehen wir auch oben. Jetzt zum Beispiel rechts, also auf der rechten Seite oben das Bild, sieht man eine Betonrohrfalle. Das ist das Modell Wildmeister jetzt, also da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen Betonrohrfallen, aber wir setzen auch Kastenfallen ein, sieht man auf dem unteren Foto letztendlich eine Kastenfalle, die dann dort im Revier steht, insgesamt 13 Stück. Die Fallenstandorte letztendlich müssen dann auch abgestimmt werden und gezielt ausgewählt werden. Was sich immer anbietet, ist an irgendwelchen Heckengraben, an Läufen entlang. Das sind beide Bilder. Da befindet sich immer entweder in dem unteren Bild dahinter der Graben, wo das Wasser langläuft. Auf dem oberen Bild befindet sich rechts davon von der Hecke der Bachlauf oder der Grabenlauf. Also das ist immer so wirklich da gerade an diesen Stellen gucken und das dann im Revier auch gezielt auswählen. Einfach mal gucken, wo macht Sinn, wo zieht das Raubwild, wo habe ich vielleicht schon Erfahrungswerte. Vielleicht auch einfach mal da wieder mit Landwirten sprechen oder wenn möglich mit den Vorpächtern, dass man da einfach dann gezielt dort auch die Fallen aufbaut, weil so eine Kastenfalle, die ist relativ schnell mal wieder versetzt, aber so eine Betonrohrfalle oben sieht man ja sehr schön, das ist schon ein ziemlich wuchtiges Gerät, was letztendlich dann dementsprechend auch aufwendig aufgebaut werden muss. Wir setzen an allen Fallen entsprechende Fallenmelder ein von Trapmaster. Wir haben Kunstbau, da hatte ich schon erwähnt, dementsprechend angelegt. Und da noch ein Tipp, letztendlich dann auch die Fallen auf Durchlauf stellen in der fangfreien Zeit. Das heißt, einfach mal die Schieber rausnehmen, die entsprechenden Wippen sozusagen feststellen, sodass das Wild sich dran gewöhnen kann, da durchlaufen kann und in der fangfreien Zeit letztendlich dann das auch als ganz normale, ungefährliche Rohre empfindet und da auch durchlaufen kann. Was gehört noch dazu? Wir haben die Baujacht, das ist hier das Foto auf der linken Seite. Da sieht man, wie wir vor ein paar Jahren einen neuen Kunstbau angelegt haben, hinten mit einem Kessel. Dementsprechend dann Rohre gelegt nach vorne, wo wir einen Kunstbau angelegt haben, schon ein paar Jahre her. Dann die Lockjacht auf Krähen und Elstern. Da haben wir in der Mitte ein Foto, wo wir angefangen haben, das ist jetzt schon sehr lange her, wo wir angefangen haben, hier die Lockjagd auszuüben. Dementsprechend gerade auf die Krähen macht ja auch sehr viel Spaß und denke mal, wenn man das macht, kann man da auch ganz gute Ergebnisse erzielen. Und intensive Einzeljagd, das ist das Foto auf der rechten Seite, das soll dafür stehen, dass wir sehr viel mit mobilen Drückjagdböcken bei uns arbeiten. Wie gesagt, es ist ein Feldrevier. Wir haben zwar Kanseln, aber jetzt nicht irgendwelche Schlaf- oder Aussichtskanseln, sondern wir arbeiten sehr viel mit diesen mobilen Drückjagdböcken, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Wenn wir wissen, aha, okay, alles ist ab, da steht nur noch der Mais, oder wenn wir wissen, okay, da hat jemand morgens mal einen Fuchs gesehen oder sonst irgendwas, dann können wir mit diesen Drückjagdböcken einer allein einfach auf den Hänger hinten drauf oder auf den Traktor gelegt, hingefahren, hingestellt und schon kann man sich da hinsetzen und ist da sehr flexibel im Revier unterwegs und kann da wirklich auch an fast allen Orten dann auch mit einer vernünftigen Ansitzeinrichtung dann auch arbeiten und da die Jagd ausüben. Kommen wir wieder zu den paar Zahlen, Daten. Jetzt, und das ist ein bisschen ausführlicher dann auch, haben wir mal ein paar Grafiken mit reingenommen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen das auch mal ein bisschen grafisch untermauern, was wir hier machen, beziehungsweise dass wir das dementsprechend dann auch nochmal einfach mal bildlich darstellen. Wie gesagt, wir haben 13 Lebendfallen jetzt im Einsatz. Bis 2021 waren es nur 6 Fallen. Wir haben uns hier dank der Unterstützung nochmal ein bisschen mehr Fallen aufbauen können
Wir haben mobile Kastenfallen zusätzlich noch an Schwerpunkten im Einsatz, so dass sich daraus ergibt, dass wir einen Streckenverlauf bei der Haarraub-Wildstrecke deutlich zurückgegangen ist. Ich weiß, dass das nicht in allen Revieren so der Fall ist. Ich will gleich dazu sagen, wir haben einen guten Freund, der Revierjagdmeister ist, der hat gesagt, naja, ihr strengt euch einfach nur zu wenig an, sonst hättet ihr die Zahlen immer noch so. Kann natürlich sein. Aber letztendlich ist es so, dass wir hier schon einen deutlichen Rückgang der Raubwildstrecke haben, was wir hier festgestellt haben. Und wir haben es einfach mal hier unten in dem Diagramm auch nochmal dargestellt. Wir haben es ja unten die Legende aufgeführt. Der Fuchs in Blau, der Waschbär, der Dachs in Grau, der Marder und sonstige. Da ist es so, dass der Fuchs natürlich die dominierende Wildart ist. Wir haben dann immer einmal die Totale jeweils im Jahr, also 2015, und dann, was wir dort mit den entsprechenden Fallen gefangen haben. Und da sieht man halt sehr stark, dass es gerade beim Waschbär, kommen wir aber gleich noch dazu, gerade beim Fuchs und beim Waschbär die Falle einen sehr großen Wert hat und Einfluss drauf hat. Und ja, das. Ja, Zahlen, Daten. Jetzt noch mal ein bisschen genauer sozusagen. Beim Fuchs ist es knapp 24%, bei dem Dachs knapp 45% der Strecke mit der Falle erreicht worden. Für den Waschbär 93%, was wir letztendlich mit der 93%, was wir mit der Falle erreicht haben, und beim Marder sind es 82%. Der Nutria kommt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren vermehrt bei uns vor und kann aber auch, das haben wir jetzt festgestellt, das haben wir jetzt noch keine Zahlen in dem Sinne, weil es jetzt relativ neu bei uns jetzt erst kommt, aber kann auch relativ effektiv dann auch mit der Falle bejagt werden. Ganz wichtig ist es, wir haben also hier einen Fallenjagdanteil von über 45% an der Gesamtstrecke auf die Zeit jetzt bezogen, wo wir unser Revier haben. Und deshalb ist diese Fallenjagd unverzichtbar. Also da geht kein Weg dran vorbei. Ohne die Falle kommen wir da draußen nicht weiter, können wir all diesen Arten nicht helfen, so effektiv helfen, weil die Falle, das ist ein alter Spruch, 24 Stunden jagt die Falle, wenn wir draußen sind, je nachdem, wie lange wir Sitzfleisch haben, aber wir kommen an der Falle nicht vorbei. Und meine persönliche Überzeugung ist, mit den Betonrohrfallen, mit den Lebendfallen, gerade mit den Betonrohrfallen, die wir auch bei uns einsetzen, das ist ja sauber, ordentliche Jagd, die dort ausgeführt wird. Und ohne diese Fallen können wir den all den bedrohten Arten dort draußen nicht helfen. Und ich glaube, dass dieses Bild schon mal das erste Bild ist, was das letztendlich, hoffe ich doch mal, eindrucksvoll auch bestätigt. Geht es weiter mit den Zahlen und Daten? Auswirkungen der Rabenkrähe und Elster nicht unterschätzen. Hier auch eine intensive Bejagung durchführen. Lockjagd, die macht ja Spaß, hat man schon gesagt, aber ist auch sehr effektiv. Da aber auch die Zusammenarbeit mit den Landwirten, wenn es da Probleme gibt, gerade im Frühjahr, nassen Frühjahr, beziehungsweise bei Neueinsaaten oder und so weiter, dass wir da halt wirklich auch zur Wildschadensabwehr dementsprechend dann auch dementsprechend den Landwirt dort unterstützen bei der Beantragung von Sondergenehmigungen. Aber letztendlich, wenn man so eine Genehmigung hat, muss man auch liefern und muss dann auch wirklich was tun, dass diese Wildschadensabwehr dann auch wirklich ja, sauber, effektiv auch durchgeführt wird. Auf der rechten Seite habe ich nochmal unsere Streckenergebnisse von den Rabenkrähen und Elstern. Da ist es immer so, dass wir hier zwei, ja, große Peaks nach oben haben, einmal 2015, als wir angefangen haben, und letztes Jahr hatten wir auch die Schadensproblematik, haben da wieder sehr intensiv auch an den Rabenkrähen gejagt. Dadurch kamen diese hohen Strecken dann auch zusammen, die wir dann letztendlich dann auch ausschließlich über die Lockjagd letztendlich dann auch erzielen konnten. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Aufwand pro Jahr und Fördermöglichkeiten. Da ist die Fallenkontrolle einmal von August bis Februar. Da auch wieder ein Durchschnittswert, bitte. Das kann man nach oben gehen, das kann man nach unten gehen. Letztendlich dürfen wir ja die Fallen jeden Tag kontrollieren vor Ort persönlich. Wir haben also da 3 Stunden je Tag. Das heißt 210 Tage,
von August bis Februar. Mal 3 sind wir bei 630 Stunden oder 26,25 volle Tage. Ja, also das ist auch immer sowas, wenn man Fallenjacht macht, das ist zeitintensiv, aber da auch wirklich, wenn man dann in irgendwelchen Gesprächen ist, was leisten die Jäger eigentlich und ihr geht ja nur raus und. Das sind immer so Zahlen und Daten, wo man, wenn man die selbst, war ja auch ein bisschen überrascht, wenn man das hier so zusammenträgt, ja, einfach auch immer mal im Kopf haben muss, was wir eigentlich, wie viel Zeit wir da auch investieren. Ja. Kosten Betonrohrfalle plus Fallenmelder ungefähr 1.000 Euro. Klar, das ist einfach mal so ein grober Wert. Zusätzlich noch Kleinmaterial, Sand, Platten und so weiter, was dann drunter gelegt werden muss. Maschinenzeit, Manpower zum Aufbauen. Das ist auch jetzt einfach mal nur die Schlagworte, dass man das einfach im Hinterkopf hat, dass man das auch noch braucht. Kosten für fachgerechte Entsorgung des Wildes einplanen, das ist auch ganz wichtig. Letztendlich, wenn wir alles, was wir fangen und erlegen, in den Fallen oder auch beim Ansitz, muss natürlich dann dementsprechend auch sauber, ordentlich entsorgt werden. Und wir machen das über entsprechende Abholung des Wildes über Tonnen. Wie gesagt, da haben wir die Möglichkeit, das entsorgen zu lassen. Und das zieht natürlich auch entsprechende Kosten dann nach sich, dass das Wild dann auch sauber und ordentlich entsorgt wird, was erlegt wird, wenn wir es nicht anderweitig verwerten können. Zeitaufwand für die Einzeljagd, Lockjagd und die Gesellschaftsjachten ist ganz klar, kostet halt Zeit. Wartung der Fallen, glatter Gang, guter Fang. So ein Thema freischneiden halt, den Akkuwechsel durchführen. Das sind die üblichen Sachen bei einer Falle, die jetzt da, ich sag jetzt mal, wo man auch dran denken muss, was noch dazu kommt, jedes Jahr wieder aufs Neue, wo man einfach mal im Kopf haben muss. Ja, und Kunstbau habe ich ja einfach nochmal mit aufgeführt, je nach Modell einfach 500 Euro plus Zeit, plus Gerät, das einzubauen und so weiter. Kommen wir wieder zu den Fördermöglichkeiten. Da kommt jetzt das erste Mal eine neue Fördermöglichkeit mit rein, Fördermöglichkeit durch die Jagdgenossenschaft. Ist bei uns ganz bewusst, haben wir das relativ früh thematisiert bei uns in der Jagdgenossenschaft, weil wir gesagt haben, letztendlich ist es ja wie ein Haus, was ihr vermietet, verpachtet. Und das gehört ja letztendlich der Jagdgenossenschaft, allen Jagdgenossen und Genossinnen. Und letztendlich ist es ja eigentlich immer im Interesse, dass man gut damit umgeht und im besten Fall das noch steigert, noch schöner macht und. Das meinen wir letztendlich mit der Wertsteigerung von dem Revier. Wenn ich natürlich mehr Hasen, mehr Niederwild generell, aber auch eine breitere, einen besseren Lebensraum hier herstelle, dann ist es auch Wertsteigerung von dem Revier. Und deshalb sollte man da einfach auch die Jagdgenossenschaft motivieren, in ihr Revier, in ihren Bereich sozusagen dann auch in ihre Wir, in ihre Gemarkung da auch Geld zu investieren. Das klappt bei uns ganz gut, einfach immer im Dialog. Das können Pflanzungen sein, wo wir sagen, wir wollen jetzt einfach mal dieses Jahr die letzten paar Meter von irgendeinem Graben bepflanzen. Das können aber auch Fallen sein. Also das ist einfach mal mitnehmen und vielleicht, wenn man da Interesse hat, die Jagdgenossenschaft einfach mal ansprechen. Förderung, Zusammenarbeit. Mit der Stadt, das hatte ich vorhin schon gesagt, da geht es um das Thema, gerade wenn wir jetzt so Sachen haben, Entsorgung von Abschnittgut, aber auch Saatgutkosten, die übernommen werden. Dieses Regio-Saatgut ist relativ teuer, wenn man das selbst beschaffen muss. Also das sind so Sachen, wo die Stadt dann sicherlich auch unterstützen kann, wenn man dann logischerweise auch zusammenarbeitet und dann letztendlich ist für alle eine Win-Win-Situation. Aber auch im Landkreis, dass man da einfach mal nachfragt, was gibt es für Möglichkeiten, wo könnt ihr uns unterstützen? Gibt es extra Schutzgebiete, wo man dann letztendlich da auch vielleicht Fallen oder Sonstiges gefördert bekommt? Da einfach mal nachfragen. Förderung durch das Bundesland, zum Beispiel die Fallenförderung zum Schutz des Feldhamsters. Wir haben ein Nachbarrevier, da ist eine Straße durchgebaut worden, die tangiert so ein bisschen eine Feldhamsterkulisse. Da ist ganz wichtig, diese Feldhamsterkulisse zu erhalten. Und da sind dann auch durch das Land Hessen dementsprechende Förderungen erfolgt, dass man da letztendlich dann auch Fallen, aber auch Lebensraummaßnahmen gefördert hat im Zuge dieses Straßenbaus.
Projektförderungen wieder bei oder Programme bei den Landesjachtverbänden, dem DJV und so weiter einfach mal fragen, gibt es da was? Was gibt es denn da? Es gibt ja auch verschiedene Stiftungen, die einen hier fördern können. Da muss man sich halt einfach mal schlau machen, immer mal nachfragen und auch hier wieder Projekte bei der Umweltlotterie einreichen. Das sind die Fördermöglichkeiten. Ja, jetzt haben wir ganz viel gemacht, haben die drei großen Säulen. Jetzt interessiert es, denke ich mal, jeden auch. Wie können wir eigentlich feststellen, hat das irgendwie auch was gebracht? Sind wir auf dem richtigen Weg? Müssen wir irgendwo nachsteuern und, und? Wie können wir transparent unseren Erfolg der Maßnahmen belegen, eine sogenannte Erfolgskontrolle der Maßnahmen dann auch durchführen? Ja, die erste Antwort ist eigentlich ganz einfach, und zwar WILD. Das Wildtierinformationssystem der Länder, was ja schon seit Jahren da ist, wo jeder dann jedes Jahr dann auch idealerweise mitmachen sollte, einfach mal rückmelden sollte, was ist in seinem Revier los. Da einfach mal letztendlich, was machen wir da? Wir zählen Wild und dokumentieren das auch. Und wir machen bei dem Wild logischerweise auch mit, aber wir zählen und dokumentieren unser Wild ja nicht für den DJV oder für den LJV oder für sonst wen, sondern wir machen das für uns selber, damit wir wissen in unserem Revier, sind wir hier richtig, läuft es gut, müssen wir irgendwo nachsteuern und, und. Und ich meine das jetzt nicht abwertend, aber alles, was danach kommt, Wild und so weiter, ist wichtig, aber in erster Linie erstmal nur für uns, damit wir wissen, okay, sind wir auf der richtigen Spur, und wenn wir die Zahlen dann eh schon haben, ja, natürlich geben wir sie weiter, weil, komme ich nachher noch dazu, Zahlen, Daten, Fakten, das wird immer wichtiger, dass wir unsere Arbeit dann damit auch belegen können. Und das natürlich auch über die Landesjachtverbände oder den DJV. Streckenlisten führen, gegebenenfalls mit erweiterten Informationen noch ergänzen. Also zum Beispiel, wo habe ich es erlegt, wann habe ich es erlegt, was war es für ein Wetter, was war der Erlegungsort, was hat man da für eine Fruchtart, ergibt sich da vielleicht irgendein Muster. Da kann man einige Dinge dann, wenn man das über Jahre macht, schon ein bisschen ablesen, dass man sagt, aha, in der Ecke vom Revier, das ist immer dann und dann vielleicht ein Schwerpunkt dafür. Da lassen sich dann gewisse Muster dann letztendlich schon erkennen. Ganz wichtiger Punkt ist auch für mich noch die Rückmeldung der Landwirte, wirklich jeden Tag draußen sind, verwerten. Also da wirklich mit den Landwirten reden. Die sind jeden Tag draußen, die arbeiten draußen. Im Idealfall, das geht mir manchmal so, sitze ich im Büro, dann klingelt das Telefon, oh, ich mulch hier gerade mein Greening, hier läuft, also ich, eine Kette Hühner sind rausgeflogen und, und. Da gibt es inzwischen schon viele Landwirte, die freuen sich dann richtig, wenn sie jetzt dann die Rebhühner wieder sehen oder wenn dann die Hasen irgendwo weglaufen, und da wirklich mit den Landwirten im Kontakt bleiben, dass die die Rückmeldung auch geben und dass wir die dann auch mit einfließen lassen können in unsere Informationen oder auch in die Dokumentation. Ja, Auswertung der eigenen Erfassung für zukünftige Gegenmaßnahmen nutzen, hat schon gesagt, alles, was wir letztendlich dann haben, einfach mal überlegen, was können wir wo vielleicht noch besser machen oder welche Maßnahme war schon gut oder wo können wir was übertragen auf andere Revierteile. Ein großer Punkt der Erfolgskontrolle der Maßnahmen ist die Hasentaxation. Und diese Hasentaxation, das ist ja, ich sag mal, für viele Niederwild-Revierpächter nichts Neues. Das gibt es schon seit Jahren, Jahrzehnten bewährt und durchgeführt, machen wir natürlich bei uns im Revier auch, die sogenannten Frühjahrs- und Herbstzählungen. Dann ermitteln wir logischerweise den Zuwachs, der ist gleich nachhaltige Entnahme. Wir haben ja in Hessen zumindest seit ein paar Jahren schon entsprechende, ja, Vorgaben auch, Empfehlungen und Vorgaben, wo dann auch ermittelt wird, aha, was habe ich eigentlich für einen Zuwachs, wie viel dürfe ich entnehmen, und ja, kommen wir nachher noch dazu, wie viel wir tatsächlich entnommen haben. Wir führen, ich denke mal, wie sehr, sehr viele Niederwildpächter und in den vielen Niederwildrevier eine nachhaltige, zurückhaltende Bejagung des Hasen durch. Wir haben also noch nie die Werte ausgeschöpft,
die wir hätten jagen dürfen nach dieser Berechnungsformel vom Umweltministerium, sondern wir führen da eine nachhaltige, zurückhaltende Jagd durch. Und das ist eigentlich sehr selbstsprechend und da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, weil keiner sägt sich den Ast ab, auf dem er sitzt sozusagen. Und deshalb ist es ganz wichtig, da halt wirklich mit Augenmaß zurückhaltend da den Hasen zu bejagen. Es macht Spaß, aber wir machen das seit Jahren, ich denke mal, wie sehr viele auch, nachhaltig und zurückhaltend. Rebhuhnkartierung ist auch ein großer Punkt, gerade bei uns im Rebhuhnhegering. Wir verhören also im Frühjahr die Paarhühner, das heißt, wir fahren raus, gucken dann, aha, wo ruft gerade abends, wo rufen die Hühner, locken die dann auch, beziehungsweise verhören die auch, kartieren das letztendlich dann auch wieder, wo sind die Hühner, wie viele Hühner sind da. Wir zählen die Ketten im Herbst und Winter, das heißt, wie viele Ketten sind überhaupt im Revier vorhanden und wie viele Hühner sind in den Ketten, so dass wir da auch einen Überblick bekommen, okay, wie entwickelt sich das Ganze bestandsmäßig und wo geht die Reise eigentlich hin. Und wir verzichten schon, bevor auch da entsprechende Vorgaben gekommen sind. Wir verzichten freiwillig auf den Abschuss der Hühner schon seit Jahren, weil wir einfach der Meinung sind, wir haben jetzt noch nicht die Besätze, dass wir da dementsprechend auch hier nachhaltig das Huhn bejagen können, sondern wichtig ist erstmal, dass die Hühner da sind, dass die Satzzahlen stabil sind, sich positiv entwickeln und deshalb haben wir bisher freiwillig hier auch auf den Abschuss seit Jahren verzichtet. Ja, Hasenbesatz, Herbstzählung, Hasenstrecke. Da ist es so, jetzt kommen wir auch wieder mit einer Grafik. Der Hasenbesatz, als wir das Revier übernommen haben, waren 26 Hasen je 100 Hektar. Wir sind inzwischen 2021 bei 79 Hasen je 100 Hektar. Also da sieht man schon die Steigerung von 26 auf 79. Und dem gegenübergestellt haben wir auch nochmal, die Strecke erhöht sich ebenfalls, also die Jagdstrecke inklusive dem Fallwild, also die komplette Strecke erhöht sich ebenfalls von 11 im Jahr 2015, sieht man sehr schön, ganz langsam, erstmal ist es noch kurz nach unten gegangen, erhöht sich dann aber auch in 2021 auf 60 Hasen. Ja? Wir haben aber trotzdem immer wieder, wie gesagt, nachhaltig die Hasen in den Anfangsjahren nur bejagt und wir haben immer geguckt, aha, haben wir eine Steigerung drin. Die Steigerung hat sich in all den Jahren kontinuierlich fortgesetzt und wir haben dann auch langsam, aber behutsam auch die Bejagung letztendlich dann angezogen. Im Jahr 2019 war es noch so, dass da diese Ausgleichsstreifen ausgewiesen worden sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns im Revier, weil es in unserem Hauptrevierteil nochmal eine Verbesserung des Lebensraums gab mit 1,2 Hektar. Und hier ist es so, der Vergleichswert der Hegegemeinschaft bei uns ist es so in der Nachbarschaft, dass wir hier in der Hegegemeinschaft, wo diese kompletten Reviere drin liegen, mit denen ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, die hier zusammenarbeiten, diese 9 Stück, da ist es so, dass im Herbst 2021 88 Hasen auf 100 Hektar waren. Also das ist, denke ich mal, schon eine ganz gute Zahl, die wir hier dementsprechend vorweisen können. Bei der Rebhuhnentwicklung ist es so, dass wir von 17 Paar Hühnern bei uns im Revier, also sprich 2019 mit 17 Paar Hühnern, das entspricht 3,4 auf 100 Hektar, auf 22 im Jahr 21 entspricht 4,4 auf 100 Hektar uns entwickelt haben, 25 Hühner auf 100 Hektar sozusagen im Herbst 2021, der Vergleichswert der Hegegemeinschaft hier auch wieder 3,44 beziehungsweise im Herbst halt 20 Hühner. Das ist aber der Durchschnitt dieser Hegegemeinschaft, da muss man auch dazu sagen, da gibt es Reviere beim Hasen, die haben über 100 Hasen auf 100 Hektar und auch bei den Hühnern dementsprechend höhere Zahlen, dass wir da wirklich, ich glaube, 5 oder 6 Paar Hühner pro 100 Hektar dann auch haben. Also das sind die Spitzenreviere wirklich dann auch in diesem Verbund, die dort ja dementsprechend mit dabei sind. Jetzt kommt die Grafik. Hier die Gegenüberstellung des Raubwildstrecke zur Entwicklung des Hasenbesatzes. In den Anfangsjahren hatten wir eine sehr hohe Raubwildstrecke, hatte ich vorhin schon erwähnt. Dann ist es dementsprechend runtergegangen. Wir hatten dann 20 nochmal einen Peak und liegen jetzt ungefähr zwischen 40 und 50 Stück. Wobei wir dieses Jahr wieder einen Peak nach oben bekommen durch die ganzen neuen Fallen. Ab 2018 pendelt sich das
ungefähr so zwischen 8 und 9 Stück Haarraubwild pro 100 Hektar dementsprechend ein. Hier sieht man aber sehr schön, ja, wie die Entwicklung ist, was wir auch draußen wirklich im Revier sehen, was die Landwirte auch sehen, was viele Erholungssuchende auch sehen, dass man wirklich sieht, ab 2015 der Herbstbesatz des Hasen, der dann ganz langsam und ab 2019, 2020 dann sprunghaft nach oben geht, wo wir dann wirklich dementsprechend knapp an die 80 Hasen pro 100 Hektar kommen. Raubwild geht nach unten und der Hasenbesatz entwickelt sich dementsprechend positiv. Ab 2015 hatten wir schon einen langsamen Anstieg des Hasenbesatzes, genau 2020, den sprunghaften Anstieg, Kurve nach oben und die positive Entwicklung des Hasens in der Hüne natürlich auch in den trockenen Jahren. Das muss man auch sagen, in trockenen Jahren davon profitieren der Hase und das Huhn. Da muss man halt wieder nur sehen, dass man gerade bei den Hühnern, aber auch beim Hasen das Wasser, gerade bei den Hühnern das Wasser dementsprechend dann auch rausbekommt. Aber grundsätzlich kann man sagen, die trockenen Haaren, die schaden eher nicht dem Hasen und dem Huhn. Ja, jetzt kommen wir zum Ausblick und zum Fazit. Jagd ist Handwerk, was fachlich und sauber angewendet werden muss. Wenn man das macht, sieht man, denke ich mal, gerade von uns kann ich das jetzt sagen, in den vorherigen Folien, dass es ja auch Erfolge darbringt. Man sollte alle rechtlichen Möglichkeiten auch nutzen. Maßnahmen sollte man aber nur beginnen, wenn man die auch durchhalten kann. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, naja, ich kaufe mir jetzt 5 Fallen, stelle die mir hin, dann merke ich, oh, das ist ja ganz schön viel Arbeit, die morgens und abends zu kontrollieren, wenn da was ist, hinzufahren und dann, ach nee, sondern wirklich bitte dann Maßnahmen immer lieber in kleinen Schritten machen, eine nach der anderen anfangen und dann wirklich nur beginnen, wenn man es auch durchhalten kann und sich lieber langsam von unten nach oben dann steigern. Kooperation mit der Kommune vor Ort suchen, Stichwort Pflegevertrag. Generellen Punkt, den man mitnehmen, nicht nur empfehlen kann, den man mitnehmen sollte, fragen kostet nichts. Einfach mal fragen, gibt keine dummen Fragen. Einfach mal, kann mich einer unterstützen, kann mich in welcher Form auch immer, gibt es hier jemand, der mir helfen kann, wie auch immer, egal wen, beim Landkreis, beim Bundesland, beim LJV und so weiter. Einfach mal fragen. Die politischen Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene, da wirklich auch. Es wird nicht leichter für uns. Wir erleben das gerade bei uns in Hessen jetzt aktuell. Die Jagdverordnung gilt es zu verlängern. Da gab es oder gibt es Bestrebungen, den Hasen und das Huhn komplett, dass die hier keine Jagdzeit mehr bekommen. Und da merkt man einfach, dass wir hier uns mehr engagieren müssen. Wir müssen das, was wir tun, müssen wir mehr nach außen tragen. Wir müssen Zahlen, Daten, Fakten das Ganze belegen und letztendlich dann auch transparenter machen. Aber vor allem auch vor Ort, also in seinem Ort, wo man, wir haben natürlich das Glück, dass wir in unserem Heimatort die Yacht auch gepachtet haben, aber dass Yacht auch präsent sein muss, dass Yacht auch da irgendwo spürbar sein muss für die Leute im Sinne von, ja, ihr könnt mich ansprechen, ja, ihr könnt mich anrufen, ich bin derjenige, der da draußen in Feld und Flur einer der Ansprechpartner ist, aber der Ansprechpartner alles, worum es um die Jagd geht und da wirklich auch vor Ort stark und präsent dann auch sein. Dann das Thema Bio-Lebensmittel, also das Wildbrett, was wir erlegen, auch beim Hasen gerade, auch bei Enten und sonstigen Niederwild, ist es so, dass wirklich da auch wieder Werbung dafür machen. Dann vielleicht auch mit Ergänzungen vom DJV oder sonstige Unterstützung, dass man sagt, okay, probier's doch mal mit dem Hasen, ich gebe dir hier noch ein kleines Heft oder ein Rezept, wie du ihn zubereiten kannst, da auch wirklich das Wildbrett stärker vermarkten, auch gerade im Niederwildbereich. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade beim Hasen auch, dass wir das dementsprechend dann auch, wenn man den Leuten da vielleicht die eine oder andere Unterstützung noch zur Hand gibt, dass die dann wirklich das auch gerne und dankend annehmen und dann auch wirklich mal ausprobieren. Ja, das Thema hatten wir eben schon, Öffentlichkeitsarbeit, tu Gutes und sprich darüber. Das alte Sprichwort zum Beispiel, es ist die Kids-Rettung, die wir durchführen, wenn wir Wiesen durchlaufen, Hasentaxation machen, Biotoppflege machen, die Leute einfach transparent machen, was tun wir da, warum tun wir es da,
und unser Handeln und unseren Aufwand, den wir hier betreiben, wirklich auch nach außen tragen und uns nicht verstecken. Weil manch anderer macht noch nicht mal 2% von dem und lässt sich feiern und macht das dementsprechend öffentlichkeitswirksam. Stark wird das vermarktet und bei uns, glaube ich, kommt es immer mal meiner Meinung nach zumindest noch zu kurz. Und da kann jeder selber auch was Gutes tun und darüber dann berichten. Und da meine ich jetzt nicht gerade, wenn er vielleicht seinen Lebenskeiler irgendwie blutig neben sich hängen hat und das dann meint, in die Tageszeitung zu bringen, sondern dann einfach nur wirklich die Dinge, die wir da draußen auch tun, gerade außerhalb der Zeit, wo wir vielleicht mit Büchse und Flinte durch die Gegend sind, weil das ist ja doch die Hauptaufgabe oder die Hauptzeit, die wir im Revier verbringen, ohne dass wir aktiv jagen. Man kann nur ernten, wenn man vorher hegt. Revierübergreifend erreichen wir mehr. Zahlen, Daten, Fakten hatte ich heute schon auch mehrfach erwähnt. Ganz wichtig, dass wir das auch belegen können, was wir da tun, wirklich transparent sind, Zahlen haben, das wirklich auch dann vorweisen können und damit dann auch Dinge, Argumentationen stützen können und da wirklich auch, ja, vielleicht gegen die ein oder andere politische Entwicklung dann auch das belegen können, dass es Sinn macht, so wie wir es machen und warum wir das so machen. Über den Tellerrand schauen hatten wir heute auch das ein oder andere Mal, wirklich auch nicht nur für die jagbaren Arten sich einsetzen. Ich hatte es vielmehr in Kopfweiden gesagt, sondern auch wirklich mal gucken, aha, ich kann die Kopfweiden schneiden. Natürlich bringt das jetzt dem Hasen oder dem Rebhuhn erstmal nichts, dem Hasen schon. Wenn die Kopfweide unten liegt, das Abgeschnittene, kann er dementsprechend das vielleicht als Esung noch nehmen oder das Reh, aber letztendlich da auch für andere Arten einsetzen, Feldhamster, Grauammer, alles, was so in der Feldflur, gerade bei Niederwildrevieren, Feldrevieren vorkommt, da wirklich auch dran denken und einfach mal gucken, wo kann ich denen auch helfen und wo kann ich die dann auch unterstützen. Ja, was wichtig ist, ist auch ein starkes Team natürlich zu haben, Mitjäger zu haben, die die gleichen Ziele verfolgen, das dann entsprechend auch aufzubauen, zusammenzuhalten und der Spaß an der Jagd darf natürlich auch nicht verloren gehen und ist auch vollkommen legitim. Meine persönlichen Ansichten zur Jagd: Jagd ist für mich mehr als ein Hobby. Jagd ist nicht so wie bei anderen Vereinen, wo ich einfach mal hingehe. Wenn ich keine Lust habe, dann tue ich es halt nicht. Das können wir halt nicht machen. Wenn wir ein Revier gepachtet haben, haben wir eine gewisse Verpflichtung. Und deshalb ist für mich persönlich auch mehr als nur ein Hobby. Jagd ist für mich ein Kulturgut, was es zu erhalten gibt und auch weiterzugeben ist an die nachfolgenden Generationen. Jagd ist für den Erhalt von der Artenvielfalt unverzichtbar. Ich selbst habe 2 Kinder und wir sind oft draußen im Revier unterwegs und ich finde es immer ganz toll, wenn dann die Rebhühner vor uns aufgehen oder zu Ostern logischerweise dann immer an Ostern durchs Revier gefahren wird und mein kleiner Sohn sagt dann immer, Papa, Papa, guck mal, da ist der Osterhase. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, aber ich denke mal, das ist so einfach, sollte dafür sprechend sein, was ich damit meine, dass einfach die Kinder auch noch erleben, was ist ein Rebhuhn, was ist ein Feldhamster, was ist eine Grauammer, dass man einfach dafür was tun und dafür ist die Jagd unverzichtbar und dafür müssen wir weiter dranbleiben. Jagd muss vor Ort präsent sein. Wir müssen vor Ort wirklich präsent sein und Jagd macht Spaß und das ist auch vollkommen legitim, dass Jagd Spaß macht, weil letztendlich ist es ja auch unser Hobby, auch wenn ich es oben in Anführungsstrichen gesagt habe, es ist mehr wie ein Hobby, aber unsere Freizeitausgleich und letztendlich soll das auch Spaß machen, aber ganz wichtig ist, Zusammenjagen macht noch mehr Spaß und es verbindet auch und das sehen wir gerade bei uns mit diesen zusammenhängenden Revieren, aber auch im Rebhuhnhegering Wetterau, dass wenn wir zusammen was machen, dann haben wir unseren Spaß, wir gehen zusammen auf die Jagd. Es verbindet uns inzwischen schon seit einigen Jahren und entwickelt sich immer weiter nach vorne. Ja, das war mein Vortrag zum Thema Erhalt des Niederwilds in der Wetterau. Zum Schluss noch ein Bild von der Strecke von uns. Das gehört auch dazu, wer hegt und pflegt, der will auch ernten. Deshalb als Abschluss nochmal bewusst gewählt dieses Foto der Strecke. Von einer von unseren letzten Jagden. Vielen Dank von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten und ja, wünsche weiterhin noch viel Spaß. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende Praxisbeispiel. Wir haben jetzt auch schon von den Teilnehmern Glückwünsche für dieses richtig gute Projekt erhalten. Wir haben auch schon einige Fragen, die sammle ich hier fleißig, sortiere die
und werde die dann auch am Ende nochmal stellen an Herrn Blecher und an Herrn Dr. Bredschneider. Einmal oder zweimal kam es noch die Frage, ob es die Veranstaltung hier auch dann gibt, später zum Herunterladen. Also wir werden die Konserve, die Aufzeichnung dieser Veranstaltung dann auf unserem YouTube-Kanal einstellen und dann kann sie dort eben auch abgerufen werden. So, jetzt würde ich gerne Herrn Dr. Bredschneider das Wort übergeben. Wir haben jetzt ja noch Viertel nach vier, haben noch eine Dreiviertelstunde ungefähr. Ich denke mal, ein bisschen Zeit werden wir noch einplanen, auf jeden Fall für die Beantwortung der Fragen. Sie haben das Wort, Herr Dr. Bredschneider. Ja, schönen Dank, Herr Reinwald, für das Wort. In Anbetracht der Zeit werde ich mein vorgesehenes Konzept versuchen, etwas einzukürzen, dass wir wirklich noch ausreichend Zeit für die Beantwortung der Fragen haben, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Meine Aufgabe soll darin bestehen, das, was Herr Blecher vorgetragen hat, nochmal in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen, weil, wie der Herr Blecher zum Schluss in seinem Ausblick und Fazit das schon richtig festgestellt hat, haben wir mit diesen ganzen Bemühungen um unser Niederwild in den Feldrevieren nicht nur Erfolge, sondern wir erfahren ja auch eine ganz heftigen Gegenwind aus verschiedenen Richtungen. Deswegen macht es Sinn, die Bemühungen der Jägerschaft da nochmal in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Bevor ich das tue, nochmal auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Blecher für seine Hinweise, seine Vorstellung, seine Erfahrungen in der Niederwildhege und der Arbeit im Rebhuhn-Hegering. Für mich wurde ausgesprochen deutlich, dass das keine eindimensionale Arbeit ist, sondern das ist hochkomplex. Man hat es mit so vielen verschiedenen Strukturen in einem solchen Revier oder gerade in dem Hegering von dieser Größe zu tun. Man muss kommunale Strukturen kennen, man muss sich in der Förderlandschaft auskennen, man muss bestimmte Interessenslagen der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen und dann noch entsprechend auch das jagdliche Handwerk beherrschen. Das ist schon eine erhebliche Herausforderung, dass es auch hier nochmal zu würdigen gilt. Die Frage, die sich darauf stellt, ist ja letztendlich und die Jäger, Jägerinnen immer wieder aufs Neue beantworten müssen, warum machen sie denn das eigentlich? Woher kommt der Idealismus und die Motivation, sich solchen Aufgaben in dieser Intensität überhaupt zu stellen? Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass das Jagdrecht und damit auch das Jagdausübungsrecht, also eigentlich das Wild, Aneignungsrecht, Eigentumsrecht ist, das untrennbar mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden ist. Das hat Verfassungsrang und ist auch nicht verhandelbar auf dieser Grundlage. Ebenso untrennbar ist an das Jagdrecht aber auch die gesetzlich vorgegebene Hegeverpflichtung geknüpft. Im hessischen Jagdrecht übrigens explizit und ausdrücklich so formuliert in Eigenverantwortung der Jägerschaft. Also die Eigenverantwortung ist ein wesentliches Element dieses jagdrechtlichen Privilegs. Die Jägerinnen und Jäger schöpfen also aus diesem Privileg des Jagdrechts ihre Passion, jagen, also wild aneignen und sprich auch töten zu dürfen. Vor allem aus diesem Nutzungsinteresse nehmen die Jägerinnen und Jäger den Ansporn und die Motivation, uns der Herausforderung zu stellen, das Wild so zu hegen und nach Möglichkeit Lebensräume so zu gestalten, dass überhaupt ausreichende Besetze für eine nachhaltige Nutzung etabliert werden können. Dieses Prinzip der Erhaltung artenreicher Kulturlandschaften durch nachhaltige Nutzung ist übrigens ein wesentliches Element des internationalen Übereinkommens zur biologischen Vielfalt, das auch von Deutschland rechtlich anerkannt und entsprechend ratifiziert wurde. Es sei nebenbei noch angemerkt, dass Nachhaltigkeit, der Begriff Nachhaltigkeit, nicht nur durch ein als ökologisches Kriterium definiert ist, sondern tatsächlich auch den Gleichklang mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessensbedarf. Das heißt, es müssen immer alle
drei Bereiche der Nachhaltigkeit entsprechend auch Berücksichtigung finden. Nun ist es aber so, dass diese Naturschutzarbeit der Jägerschaft auf erhebliche Widerstände stößt. Herr Blecher hat das schon angedeutet. Und die Naturschutzstrategien, die gefahren werden, sind sehr vielseitig und teilweise etwas ambivalent und auch widersprüchlich. Ich möchte ganz kurz ein paar Beispiele dazu nennen. Es ist ja durchaus unbestritten, dass wertvolle Biotope in der Kulturlandschaft nur dann erhalten werden können, wenn sie auch weiterhin genutzt werden. Das sind also reine Nutzungsbiotope. Wir alle kennen die Erforderlichkeit, dass wertvolle Grünlandgesellschaften regelmäßig gemäht werden müssen oder auch das klassische Kulturbiotop Streuobst, wenn da das wirtschaftliche oder zumindest ideelle Nutzungsinteresse nicht mehr gegeben ist bei Einzelnen in der Gesellschaft, dann drohen diese Landschaftsbestandteile auch entsprechend unterzugehen. Die Erhaltung solcher Nutzbiotope hängt grundsätzlich dann immer, wenn das gesellschaftliche Interesse nachlässt, am staatlichen Fördertropf und sind dann ohne entsprechende staatliche Hilfen gar nicht mehr zu erhalten. Natürlich gibt es auch im Naturschutz andere Bestrebungen noch, zum Beispiel Teile von Natur und Landschaft total unter Vollschutz zu stellen. Also da soll der Mensch komplett draußen bleiben. Ziel ist entweder die Flächen oder die Bereiche einer Sukzession zu überlassen oder Urwald sich entwickeln zu lassen. Dann gibt es als weitere Möglichkeit einer Strategie im Naturschutz einen speziellen Artenschutz, ein ganz individueller Artenschutz nach dem Motto, was dem einen Sinn Uhl ist, dem anderen Sinn Nachtigall. Das heißt, hier werden ganz bestimmte Arten in ein Schutzregime genommen, das dann durchaus auch wieder widersprüchlich sein kann zu den Schutzzielen in anderen Richtungen. Also es ist manchmal nicht ganz einfach, diese ganzen verschiedenen Naturschutzstrategien unter einen Hut zu bringen. Diese verschiedenen Ideen des Naturschutzes existieren dann nebeneinander und können sich dann teilweise auch durchaus untereinander behindern. Der Naturschutz entwickelt sich insgesamt, das stellen wir in vielen Bereichen fest, zunehmend zum restriktiven Format. Das heißt, man bedient sich der Instrumente von Verboten und Einschränkungen menschlichen Handelns. Man will also eher die Natur dadurch schützen, indem man möglichst wenig Eingriffe zulässt, um natürliche Ökosysteme nicht zu beeinflussen. Das ist natürlich in einer Kulturlandschaft nicht so einfach. Dabei wird nämlich vergessen, dass wir nicht in einer vom Menschen unbeeinflussten Umwelt leben, sondern in einer vielfältig genutzten Kulturlandschaft. Und diese Kulturlandschaft kann nur fortexistieren, nachhaltig, wenn auch Nutzungsinteresse innerhalb der Gesellschaft oder beziehungsweise jedes Einzelnen vorhanden ist, sei es jetzt rein ideell oder auch wirtschaftlich. Der notwendige Diskurs im Naturschutz bedarf also zukünftig weniger einer Entscheidung, welche Verbote oder sonstige Restriktionen als nächstes zu erlassen sind, sondern man muss sich vielmehr mit der Beantwortung der Frage auseinandersetzen, welche Nutzungsweisen tatsächlich nachhaltig sind und welche eher nicht. In Hessen ist dieser Konflikt, der Herr Blecher hat das schon eben angedeutet, ganz aktuell offen zutage getreten. Der vorliegende Entwurf der hessischen Jagdverordnung sieht unter anderem die ganzjährige Schonzeit von Feldhase und Rebhuhn vor. Warum, fragt man sich, warum ist der Gesetzgeber oder das Ministerium der Meinung, dass dies erforderlich ist? Die Verbände BUND, NABU und andere haben in einer Pressemitteilung das klipp und klar so formuliert, dass das Abschießen von bedrohten Arten endlich aufhören muss.
Wir meinen, wir Jäger meinen, auch vom Landesjagdverband aus, sind fest davon überzeugt, dass diese Art der Argumentation zu kurz gesprungen ist und gerade wie es der Herr Blecher eben vorgestellt hat, die Aktivitäten und Bemühungen der Jägerschaft überhaupt nicht berücksichtigt und zu würdigen weiß. Ich möchte jetzt in der Kürze der Zeit eine kurze Überlegung anstellen, welche Schlüsse wir daraus ziehen müssen. Zum einen ist nochmal klipp und klar zu betonen, was Herr Blecher zum Schluss auch nochmal gesagt hat. Wir konnten im Rahmen der politischen Auseinandersetzung über Stellungnahmen, über viele, viele Gespräche, die wir geführt haben, erreichen, dass offenbar derzeit sich insoweit ein Erfolg abzeichnet, dass das beabsichtigte Jagdverbot für Hase und Rebhuhn in Hessen wieder zurückgenommen wird. Und wichtig festzustellen ist, dass das überhaupt nicht möglich gewesen wäre, hätten wir nicht aus den Revieren in den Hegeringen, die sich um das Niederwild kümmern, entsprechende belastbare Zahlen aus dem Monitoring vorliegen gehabt, die wir entsprechend vortragen konnten. Ohne diese Dokumentation wären unsere Bemühungen diesbezüglich in der Diskussion um diese Jagdverordnung sicherlich ins Leere gelaufen. Damit ist der Diskurs um eine zukunftsfähige Naturschutzpolitik und der Erhaltung unseres Jagdrechts noch lange nicht beendet. Die maßgebende konkurrierende Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern lässt ihnen, also den Bundesländern, allen Spielraum, auch künftig das gegenwärtige Jagdrecht grundlegend zu ändern, ja sogar in wesentlichen Punkten eventuell zu streichen, einzuschränken. Zumindest für Hessen gilt, nach der Jagdverordnung ist vor der nächsten Jagdverordnung. Das heißt, wir müssen, genau wie der Herr Blecher das auch entsprechend vorgetragen hat, intensiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Wir müssen deutlich machen, dass die jagdliche Nutzung unserer natürlichen Ressourcen ein wesentlicher Punkt dafür ist, auch für die nächsten Generationen unsere natürlichen Ressourcen, eben auch das Wild, was ja, wie dargestellt, wertvolle Lebensmittel sind, zu erhalten. Ich möchte gerne zum Schluss kommen mit folgender abschließenden Bemerkung. Die Jagd, wie sie in Deutschland praktiziert und gelebt wird, ist eine nachhaltige Form der Naturnutzung im Sinne deren Erhaltung für nachkommende Generationen und verdient gleichermaßen die gesellschaftliche Akzeptanz wie auch eine nachhaltige Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Fischerei. Das ist derzeit nicht so. Das muss unbedingt in die gesellschaftliche Diskussion stärker gebracht werden. Staatlicher Überdirigismus wie zunehmende Verbote und Einschränkungen vergiftet die Eigeninitiative, auch die der Jägerschaft. Käseglocken-Naturschutz bleibt am staatlichen Tropf hängen und beides verneint die Eigenverantwortung des Eigentums und führt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten daher zwangsläufig in eine naturschutzfachliche Sackgasse. Insofern am Schluss nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Herrn Blecher, wie er das vorgetragen hat und für die vielen, vielen anderen Reviere in Deutschland, die diese Niederwildhege in dieser Form betreiben. Insofern stelle ich mich gerne der Diskussion und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, für dieses kurze Statement und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihr Statement. An der Stelle kann ich es nochmal für den Dachverband der Jäger auch nur betonen, dass es sehr, sehr wichtig ist, gute Beispiele aus der Praxis auch dann publik zu machen, öffentlich zu machen. Also wer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch etwas im Köcher hat, was berichtenswert ist für Deutschland, wir sind da gerne bereit. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie auch solche gelungenen Naturschutzbeispiele durch Prädatorenbejagung,
Und wir werden auch das Projekt in der Wetterau im Frühjahr dann auch filmisch begleiten und demnächst vorstellen. Wir haben jetzt Fragen. Ich habe die mal so ein bisschen gebündelt. Wir haben Fragen zu Prädatorenbejagung, zu Fallen und eben auch zum Lebensraum. Bei der Prädatorenbejagung kommt eine Frage aus Brandenburg. Und zwar, wann werden die Prädatoren denn erlegt im Tagesverlauf? Hintergrund ist der, dass in Brandenburg die Nachtjagd auf Prädatoren abgeschafft werden soll. Herr Blecher, vielleicht können Sie das beantworten. Es ist so, dass wir natürlich einen Großteil bei normalen Ansitzen, an Morgen- oder Abendansitz erlegen. Gesellschaftsjachten, was das Thema angeht, ist ja logischerweise auch tagsüber. Aber es ist auch immer noch so die klassische, ich sag mal, gerade jetzt, wenn die Vollmonde wieder kommen, die klassische Jagd, da rede ich nicht davon, sondern das, was gesetzlich auch zulässig ist, so wie es schon immer gemacht wurde, beim Vollmond rausgehen, dementsprechend dann auch da Strecke zu machen. Aber das meiste ist letztendlich morgens oder abends Ansitz. Okay, vielen Dank. Und natürlich, wie wir gesehen haben, auch sehr viel über die Falle. Ne? Das macht ja einen großen... Das sowieso, das habe ich jetzt komplett außen vor gelassen, das ist klar, ja. Das, auch die Frage, die ist vielleicht auch schon beantwortet durch Ihren Vortrag. Welche Prädatoren werden hauptsächlich erlegt und gefangen? Sie hatten ja vorgestellt, Waschbär, Marder und auch Fuchs. Gibt es sonst noch Prädatoren, die gefangen werden oder erlegt Dachs werden? Dachs ist noch einer, relativ wenig bei uns, aber Dachs ist da noch einer dabei. Ja. Okay. Dann haben wir hier die Frage, wie sich ein Jagdverbot auf den Fuchs ähnlich wie es in Luxemburg der Fall ist, auswirken würde, jetzt in Bezug auf die Wetterau? Ja, auf die Wetterau würde sich das meiner Meinung nach, gerade was das Thema Rebhuhn und Feldhamster, das muss man halt auch immer sehen, wir sind hier bei uns gerade in der Wetterau durch diese Getreideflächen halt ein sehr großes Feldhamstergebiet, in Hessen eines der größten, Wetterau geht noch ein Stück weit in den Landkreis Gießen oben auch. Und da ist es so, wenn wir da die Prädatoren, auch gerade den Fuchs, aber auch fürs Rebhuhn, wenn wir dann den Fuchs komplett nicht mehr bejagen dürften, also dann glaube ich, hätte es massive Auswirkungen in erster Linie natürlich auf das Rebhuhn, aber auch den Feldhamster, der bei uns hier wirklich noch sehr verbreitet ist. So, dann haben wir hier noch, jetzt muss ich mal gucken hier, so, jetzt habe ich die Fragen wieder. Eine Frage zu den Ködern, also mit was werden die Fallen denn jetzt in der Wetterau beködert? Das ist, sagen wir, immer ein bisschen, da könnte man wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber diskutieren und was ich sage, widerlegen tausend andere. Also so ein bisschen, wir nutzen teilweise gar nichts, teilweise trockene Brötchen, teilweise einfach ein bisschen Frohlig. Das ist eigentlich so das, was es ist. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen auch sehr weit auseinander. Da gibt es ja auch diverse Produkte. Aber das sind so die Dinge, die wir einsetzen hauptsächlich. Okay. Noch eine jagdpraktische Frage. Wie viele Wochen vor der eigentlichen Jagdzeit sollten Jäger anfangen, die Fallen zu beködern? Also dadurch, und das war ja ein Punkt, den ich erwähnt hatte, ist das Thema auf Durchlaufstellen. Wenn wir die Fallen also über den Sommer ganz normal sozusagen, dass das Wild immer durchlaufen kann, es passiert nichts. In dem Moment, wo ich anfange zu jagen und dann auch dementsprechend die Fallen dann scharf stelle, bei uns ist das ja Anfang August dann der Fall, wenn der Waschbär dann dementsprechend auch aufgeht. Und auch die Jungfüchse vorher natürlich schon möglich sind zu fangen, dann ist es so, dass wir erstmal gar nicht beködern, sondern dass wir diesen Durchlaufeffekt einfach nutzen. Ja, dadurch, dass das Wild einfach gewohnt war, sozusagen da durchzulaufen, es ist nichts passiert, haben wir gerade beim Anfang, haben wir mit Waschbären, mit Jungfüchsen die ersten paar Wochen doch sehr gute Erfolge dann. Gut, dann haben wir jetzt zu dem großen Bereich Lebensraumgestaltung und Nahrung noch einige Fragen. Und zwar wird hier gefragt, ob es Bauanleitungen gibt für die Futterbehälter. Nee, das gibt es leider keine Bauanleitung. Im Prinzip ist es ganz einfach. Sie kaufen sich einen 10-Liter-Eimer, machen mit einem Bohrer, wo man
zu Hause auch letztendlich die Steckdosen immer bohrt in einem Rohbau. Da bohrt man einfach unten ein Loch rein, nimmt eine Futterspirale, die man kaufen kann. Und dann habe ich schon mal den Eimer mit der Futterspirale unten drin. Die Gestelle sozusagen selbst, die wir haben, die haben wir selbst gebaut. Aber da gibt es auch im Netz diverse Anbieter, wo man sich vielleicht dann auch einfach mal schlau machen kann. Aber es gibt keine Anleitung als solches. Wir können das ja nachholen im Februar dann, wenn wir drehen. Kann man gerne machen. Wenn ich mich kurz einschalten darf, für Informationen gerade zu den Maßnahmen in der Rebhuhnfütterung haben wir zusammen mit dem Rebhuhn-Hegering seitens des Landesjagdverbands eine Broschüre rausgegeben, wo nochmal viele Details zu dem, was der Herr Blecher vorgestellt hat, zusammengefasst sind und auch bebildert sind. Die kann beim Landesjagdverband entsprechend geordert werden. Per E-Mail dann auch, denke ich mal. Ja, okay. Ja. Gut, so, dann eine Frage zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die ganzjährige Fütterung bei Rebhuhn andere Flugwildarten. Also welche rechtlichen Rahmenbedingungen bezogen auf die ganzjährigen Fütterungen beim Rebhuhn sind für die anderen Flugwildarten gegeben? Sollte ich darauf antworten? Nach hessischem Recht haben wir hinsichtlich der Fütterung nur entsprechende Vorgaben, was die Fütterung des Schalenwilds anbelangt. Natürlich wird im Naturschutz auch diskutiert, inwieweit diese Futternothilfe, wie sie der Rebhuhn-Hegering eingeführt hat, denn überhaupt zulässig ist, im Sinne, dass der Lebensraum doch so gestaltet sein muss, dass entsprechend Futter vorhanden ist. Wir argumentieren dahingehend, dass es gerade seitens NABU und BUND immer wieder auch das Wort geredet, dass die Gartenvögel durch entsprechend Fütterung, dass denen geholfen werden soll. Insofern ist es auch legitim, das fürs Rebhuhn zu tun. Rechtliche Beschränkungen gibt es meines Wissens nicht. Gilt das jetzt nur für Hessen oder können Sie das auch bundesweit sagen? Ja, ich kenne jetzt auch auf Bundesebene kein Fütterungsverbot. Also weder im Naturschutzrecht ist mir das bekannt, noch aus dem Jagdrecht sowieso nicht. Okay. Die Frage wird hier noch ein bisschen konkreter. Also Futtereimer werden ja nicht nur vom Rebhuhn genutzt, sondern eben auch von Fasanen oder Krähen. Ist es rechtens dann auf anderes genanntes Flugwild bei Fütterungen, bei 30 Fütterungen auf 500 Hektar gemäß der Jagdzeitenverordnung durchzuführen? Also die Frage, ich habe es jetzt mal so verstanden. Ja, wir schützen die Fütterung und an diese Fütterung geht natürlich nicht nur das Rebhuhn, sondern auch andere Feldvogelarten. Der Krähe jetzt eher weniger, aber Fasane natürlich, aber auch eine Grauammer oder andere Vögel, die jetzt ganz normal in der Feldflur unterwegs sind und die wir damit unterstützen. Und wie gesagt, das machen wir das ganze Jahr und wir machen jetzt, weiß ich nicht, ob ich das falsch verstanden habe, wir machen jetzt nicht an den Eimern irgendwie gezielt Jagd, während der Jagdzeiten dann oder so, sondern das sind keine Kehrungen im Sinne fürs Federwild, sondern das sind wirklich Futter-Nothilfe, weil es da draußen einfach nichts mehr, auf Deutsch gesagt, zu fressen dann gibt für die Tiere. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich denke, damit ist die Frage auch beantwortet. So, eine Frage hier noch zu Stoppelfeldern. Also welche Rolle spielen Stoppelfelder überhaupt jetzt für den Artenschutz, für den Rebhuhnschutz? Also wie wichtig ist es, dass der Landwirt darauf verzichtet, abgeerntete Getreidefelder sofort wieder schwarz zu machen? Also ist es vielleicht besser, die Stoppeln unbearbeitet über einen möglichst langen Zeitraum stehen zu lassen? Wie sind da die Erfahrungen?
Also natürlich ist es ja so, dass die Landwirte heute sehr stark bestrebt sind, relativ zeitnah nach der Ernte aufgrund von Austrocknung des Bodens und sonstigen Thematiken, Auflauf vom Getreide, um das wieder zu nutzen, umzubrechen. Aber es ist schon hilfreich, wenn die Stoppel dementsprechend liegen bleiben. Die Restkörner, die dann beim Drusch auf die Stoppel gefallen sind, sind natürlich auch nochmal Futter, die das Rebhuhn dann letztendlich aufnehmen kann, und wo es dann dementsprechend auch, je nachdem wie groß und welche Fruchtart es jetzt war, dementsprechend dann auch nochmal Deckung findet in diesen Stoppeln. Ja, aber vor allen Dingen die ausgefallenen Körner, die dort liegen, ist natürlich auch nochmal zusätzliches Futter, was dort vorhanden ist. So, die letzte Frage, die jetzt eingegangen ist, es sind jetzt auch in der Zwischenzeit keine neuen mehr eingegangen, die geht nochmal auf den Sumpfbiber und auf Nutria. Das hatten Sie ja in Ihrem Vortrag, Herr Blecher, kurz erwähnt, dass die jetzt auch zunehmen. Welche Schäden machen die ganz konkret? Also bei uns ist es so, dass die Bachläufe oder am Bachlauf entlang dementsprechend dort gegraben wird und so weiter. Und das sind die Schäden, wo jetzt einfach dann Randbereiche vom Bachlauf dementsprechend auch wegbrechen und so weiter. Aber das sind jetzt die Schäden. Aber wie gesagt, wir können da jetzt noch nichts Ausführliches dazu sagen, weil das relativ kurz erst diese Art bei uns dann auch Einzug gehalten hat und jetzt bei uns sozusagen reinkommt. Das sind jetzt so die Erfahrungen von 1, 2 Jahren bis jetzt erst. Ja, vielleicht an der Stelle dann noch ein Hinweis auf unseren YouTube-Kanal. Wir waren vor ein paar Monaten am Niederrhein in Kleve und haben da das Projekt Lebendige Röhrichte filmisch festgehalten. Und dort ist es eben so, dass die Nutria dort innerhalb von einem Jahrzehnt über 90% des Röhrichts vernichtet hat. Also unglaubliche Fraßschäden verursacht hat und damit eben auch viel Lebensraum vernichtet hat. Das ist tatsächlich eine Auswirkung der Nutria und das zeigt das kleine Video, das wir auf unserem Kanal haben, ganz gut. Jetzt kommt noch eine Frage rein. Was ist mit Ratten an den Futtereimern? Ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem, was wir draußen haben. Dem begegnen wir, also das Beste ist, wenn es nasse Jahre sind, dann gibt es weniger Ratten. Dem begegnen wir aber hauptsächlich damit, dass wir diese Futtereimer in diesen Streifen regelmäßig umstellen und dem sozusagen dadurch entgehen, dass wir die regelmäßig einfach umplatzieren und dann ja erstmal wieder einen Augenblick Ruhe haben. Je nachdem, wie aber auch der Jahresverlauf und wie viele Ratten auch vorkommen. So, jetzt kommt doch noch eine spannende Frage rein. Welche Möglichkeiten nutzen Sie, um Rebhuhn und Fasan eiweißreiches Futter zuzuführen? Also insbesondere den Küken, weil wir ja diesen fatalen Rückgang von Insekten auch zu verzeichnen haben in der Feldflur. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, der spielt so ein bisschen rein, dass wir gesagt haben, wir wollen bei der Anlage dieser Streifen, aber auch unserer eigenen Wildecker darauf achten, dass wir dementsprechend da natürlich Pflanzenarten reinbringen oder Dinge reinbringen, letztendlich da die Insekten gerne nutzen, viel vorhanden sind. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten im Sommer, dass man jetzt einfach guckt, wie man, ich sag mal, Eiweiß natürlich dann auch generieren kann. Aber hauptsächlich ist es so, dass in den Wildackerstreifen und in den Wildäckern wir halt viele Arten reinbringen, die Insekten auch gerne angenommen werden, dass da halt wirklich summt und brummt und wirklich richtig Leben drin ist. Gut, also mehr Fragen kann ich jetzt nicht bieten. Es sei denn, Sie haben jetzt noch ein Abschlussstatement, irgendein Hinweis noch an die Teilnehmer. Das ist auch nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Sind Sie erreichbar, wenn es noch Fragen gibt, in irgendeiner Form? Wenn es Fragen gibt, können die gerne, ich sage es mal, über den DJV, über den LJV koordiniert dann nochmal eingereicht werden. Dann kann man sicherlich im Nachgang dann auch Fragen, die jetzt vielleicht noch nicht hochgekommen sind, dann noch beantworten. Von meiner Seite aus sehr gerne. Dann würde ich das Gleiche gilt auch für meine Person. Ja. Okay, dann würde ich einfach anbieten, wenn es jetzt noch Fragen gibt aus der Runde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann bitte einfach eine E-Mail schreiben an pressestelle@jagdverband.de und dann würden wir die Fragen weitergeben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Praxisbeispiel und auch für die Einordnung, die politische.
aus Hessen und bedanke mich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr herzlich, dass sie teilgenommen haben. Und ich habe es jetzt schon mal erwähnt, ich sage es nochmal, wir werden das ganze Stück, den ganzen Beitrag dann wahrscheinlich nächste Woche schon online stellen auf unserem YouTube-Kanal. Und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche in die Runde jetzt noch einen schönen Abend.